Gut. Na, eine Woche nicht streamen und schon sind die Abos auf Twitch gesunken wie sonst noch was. Aber so ist das. Twitch ist da gnadenlos, was das angeht. Das Ziel von 140, ich bezweifle, dass wir das noch erreichen werden. Jetzt leider wahrscheinlich kein Silent Hill 1 Let's Play, aber mein Gott, dann ist es so. Dann habe ich ein paar Mittwoche mehr Zeit für Videos und muss weniger Bonus streamen. Das ist auch nicht das Allerschlimmste. Es ist schon in Ordnung. It is what it is, man. It is what it is. So, und wir spielen jetzt Resident Evil 3. Das hier ist eine Folge, die wollte ich eigentlich schon als Let's Play machen, die Passage, an der wir sind. Aber dann ist mir nach 10 Minuten oder so aufgefallen, dass ich mein Mikro aus hatte, die ganze Aufnahme. Und ich habe Selbstgespräche geführt. Und zum Glück habe ich mein Savegame noch nicht überschrieben. Das heißt, wir können jetzt einfach da weitermachen, wo die Let's Play-Reihe aufgehört hat. Wir sind im Glockenturm. Nein, jetzt funktioniert der Controller nicht. Ich habe es gerade noch getestet. So, jetzt. So, wartet mal kurz. Ganz kurz wieder in die Steuerung reinkommen. Ich bin froh, dass wir gerade so am Anfang von einem neuen Kapitel sind, weil das ist immer ein bisschen doof. Hey! Bad X-Buddy ist jetzt ein Bird Rider. Odium, vielen, vielen Dank für dein Geschenk-Abo an Bad Buddy. Dankeschön. Super nett von dir. So, was wollte ich sagen? Genau, ich finde es ganz gut, dass wir jetzt am Anfang eines neuen Kapitels sind, weil ansonsten würde ich wirklich einfach schon wieder nicht mehr wissen, wo wir eigentlich sind und was wir gerade vorhaben. Es ist jetzt Zeit für Bosskampf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mit was. Was ist denn gut gegen Nemesis eigentlich? Ich kann mir vorstellen, die Magnum könnte ganz gut sein. Die könnten wir jetzt mal auspacken, komm. Zumindest die 6 Schuss, die drin sind. Das Knuddel ist jetzt ein Bird Rider. Das Knuddel, vielen, vielen Dank für 2 Monate Prime-Abo. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett. Na, guck schön langsam. Arbeiten wir uns wieder hoch auf die 100, bei denen wir waren. Genau, Säuregranaten hätte ich jetzt sowieso mitgenommen und die Magnum nehme ich auch mal mit. Komm, die paar Schuss jagen wir ihm jetzt rein. Warum denn nicht? Let's go. Hey, wir haben einen Hype Train. Sehr nice. So, laden wir mal Säuregranaten rein. Aber erst schießen wir 6 Mal mit der Magnum auf ihn, würde ich sagen. Exodus-CSGO ist jetzt ein Bird Rider. Exodus, vielen, vielen Dank auch an dich für dein Prime-Abo. Das ist wirklich sehr nett von dir. Das freut mich sehr. Somit ist der Hype-Train auf 93%. Ich muss jetzt mal weiterspielen, weil dieses Glockenläuten, ey, ich werde wahnsinnig hier, wenn das jetzt nicht bald aufhört. Jetzt kommt der Hubschrauber und wir werden gerettet. Ende des Spiels. Habe ich noch Platz im Inventar? Habe ich Heilung? Ich habe noch 2 Heilung. Ich habe viel zu viel Munition eingepackt und ein bisschen wenig Heilung. Naja, wird schon gut gehen. Cutscene. Nice. You're saved. Down here! It's finally over. Huh? Wie gemein. Da glaubt man schon fast, es ist vorbei und dann sowas. Nemesis. Stars. Für Nemesis sind wir alle Stars. Stars. Oh nein, er hat uns zum 500. Mal mit dem Tentakel getroffen. Aber diesmal ist es ernst. Hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen, Leute. Ich habe keine Ahnung, was. Ich habe aber voll das Gefühl, ich hätte irgendwas Wichtiges vergessen. Keine Ahnung. Wird mir schon mittendrin auffallen, wenn deswegen alles schief läuft. Mir geht's ganz gut. Dankeschön.
Ich hatte heute ehrlich gesagt so einen matschigen Tag. Na, kennt ihr das bestimmt, kennt ihr das? Wer kennt das nicht? Wenn man einfach irgendwie nicht so richtig fit wird, wach wird, aktiv wird. Sondern der ganze Tag ist so zäh und das ist so, so war heute für mich. Oh, wir sind anscheinend verletzt. Ach so, nee, stimmt, wir sind vergiftet. Kann ich mich schon bewegen? So, let's go. Wow, die Magnum ist gut. Erste Runde schon vorbei, oder was? Na, ich drück da auf die falsche Taste. Okay, hat aber auch ein ganzes Magazin Magnum gekostet, ne? Fast. Aufstehen, chill. So, ich kann nicht einschätzen, wie verletzt wir wirklich sind. Wir haben quasi keine Energieanzeige mehr, deswegen nehmen wir mal eine Heilung. Nein, warum drücke ich das immer? Das Code Veronica. Ich habe privat wieder mal ein bisschen in Code Veronica reingeschnuppert. Auf das freue ich mich auch wirklich schon. Und in Code Veronica dreht man sich auf einer anderen Taste als der jetzt. Das habe ich gerade drin. Und jetzt macht Nemesis etwas sehr Seltsames, das ich nie verstehen werde. Er geht einfach ins Feuer. Um da zu sterben. Nicht, dass er obviously stirbt, er nicht wirklich, aber was? Oh. 30% sexy Stimme, 30% geiler Content, 30% geiler Humor und 10% pompöser Soundtrack. Dankeschön. Jill. Hey, don't die on me. Hi, Doc Doom. Hype Train. Oh, der Hype Train ist... Nein, oh Gott. Ah, so knapp. Zwölf unterstrich 84 ist night. Jetzt ein Bird Rider. I woke up to the sound of falling rain. Das Knuddel. Vielen, vielen Dank für deine Subgift. Das ist super nett und super großzügig von dir. Und wirklich eine Sekunde am Hype Train vorbei, der gerade gescheitert ist. Das war beinahe zeitgleich jetzt. Naja, wer braucht schon Emojis? Dankeschön, super cool. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jim. This chapel is safe. Blackwinched unterstrich Vogel ist jetzt ein Bird Rider. Hey, take it easy. I'm okay. Do you feel any pain? Gigaletta ist jetzt ein Bird Rider. If I can't feel anything, then what does that mean? Dankeschön, das Knüdel nochmal. Don't give up, Jill. Super I'll nett von dir. Of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Beim nächsten Mal vielleicht. Dankeschön, wirklich. Super cool. Okay, Carlos Zeit. Was hat denn Carlos so alles? Der hat eine Maschinenpistole, Heilung, unendlich Schreibmaschinenpapier. Sprechen wir noch ein kurzes Gebet zu den Resident Evil Göttern und dann los. Kannst du bitte mal reagieren? Ich dachte, das tue ich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was wollt ihr? Hilfe! So. Nehmen wir mal noch... Ach, der hat auch seine eigene Kiste. Wusste ich gar nicht. Na, guck. Resident Evil 3, das Original, ist für mich halt doch Neuland. Bam. Hey, ich hätte so gehofft, wirklich, dass ich euch heute schon die neuen Holy Geschmacksrichtungen, die Weihnachts-Holys, vorstellen kann. Aber das Paket ist noch nicht da. Mit ein bisschen Glück haben wir die morgen im Stream. Ansonsten nächste Woche dann. Ich bin schon sehr gespannt auf Punsch- und Bratapfelgeschmack von Holy. Bin ich wirklich sehr gespannt. Jetzt habe ich nochmal einen Hydration-Drink, Erdbeer-Kiwi. Den mag ich auch sehr gerne, aber auf die neuen beiden bin ich jetzt schon echt gespannt. Schade, schade, dass es nicht geklappt hat, dass die heute schon bei mir sind. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben.
Geh doch durch die Tür, um Gottes Willen. Ich muss echt erst gerade wieder kurz in die Steuerung reinkommen. Ich guck mal kurz auf die Karte. Kurz orientieren, jetzt pass auf. Da gab es jetzt eh keinen anderen Weg. Wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Wir müssen jetzt eh den Glockenturm verlassen, möglichst, ne? Ah, Carlos kann jetzt die Glocke wegschieben, ne? Mhm, okay. Weil er ja übermenschliche Superkräfte hat, offensichtlich. Man merkt da schon, gerade jetzt in der Passage, eine starke Weiterentwicklung in Richtung Action der einzelnen Resident Evil-Teile. Beim ersten waren ja tatsächlich Gegner verhältnismäßig selten, gerade wenn man es dann nochmal vergleicht jetzt mit dem zweiten Teil, wo die Räume schon viel praller mit Zombies gefüllt waren als im ersten. Also viel eine höhere Gegnerdichte und dementsprechend auch mehr Bewaffnung. Und beim dritten geht es schon nochmal so einen Tick höher als beim zweiten, ne? Der dritte ist auch viel linearer und hat eher mehrere kleine Rätselräume. Also da merkt man schon, dass das doch nochmal ein anderer Ansatz war. Hallo, Mr. Hawkeye. Wie geht's? Hallihallo. Bester Kanal zum Einschlafen als Hörspiel. Hey, ich überlege tatsächlich immer noch und immer wieder, ob man nicht wirklich explizit irgendwas mit Einschlafhilfe als Konzept machen sollte. Ich hatte schon mal ganz kurz so Let's Sleeps quasi, wo ich sehr langsame, sehr ruhige Spiele spiele zum Einschlafen. So als Let's Play-Reihe habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man das wieder aufgreifen. Oder vielleicht auch was anderes, ich weiß es nicht. Aber irgendwie wäre das, glaube ich, schon ein gutes Konzept auch. Wann GTA 6 Stream? Frühestens 2025, würde ich sagen. Keine Ahnung. Ich habe den tatsächlich gestern noch live gesehen, als er online gegangen ist. Der ist ja quasi geleakt und dann mussten die den, oder haben sie sich dazu entschieden, den noch früher zu veröffentlichen, als sie ursprünglich eigentlich wollten. Der sollte ja eigentlich heute um 15 Uhr, glaube ich, online gehen. Ja. Moment mal, bin ich hier richtig? Ich hoffe es. I can't push it. Ist schon lustig. Stand bei Schildern nicht irgendwas von wegen, man braucht schon übermenschliche Kräfte, um den zu bewegen? Oder so ähnlich zumindest, ne? Tja, Carlos ist einfach mega krass. Wie fandest du ihr den Trailer? Hey, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein riesen GTA-Fan. Ich habe so die große Begeisterung um GTA, ehrlich gesagt, noch nie so ganz verstanden. Für mich waren das schon immer sehr faszinierende und coole Sandboxen, aber weiß ich nicht. Deswegen hält sich da jetzt auch die Begeisterung. Ich habe mich gerade selber mitgesprengt. Deswegen hält sich bei mir die Begeisterung in Grenzen. Es sah schon cool aus, das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber ich spüre den Hype nicht, den viele gerade spüren. Deswegen kann ich da gerade nicht so viel mitreden. Die Leiche an der Ecke an der Tür sah aus wie Claire. Die da so liegt auf dem Schoß von dem anderen. Ja, es gibt auch andere NPCs, die irgendwie Claires Jacke anhaben. Andere Zombies vor allem und so. Fand ich auch schon komisch irgendwie. Oh, komm jetzt nicht die Hunter Beta. Uiuiuiui. Na dann, let's go. Ich habe dich auf Discord angerufen. Ja, habe ich gesehen. Ich nehme nicht einfach irgendwie Anrufe an von Leuten auf Discord dauernd so, ne? Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, dass ich das nicht mag, dass man mich einfach so anruft. Nix für ungut, aber uiuiuiuiui. Hunter Beta. Yeah! Wow. Ich habe gerade echt Probleme mit der... Ich komme echt mit der Steuerung gerade nicht klar. Ich drücke hier und dann da. Und er schießt irgendwie nicht. Mache ich was falsch? Jetzt.
Ich glaube, die haben mich tatsächlich einfach nicht schießen lassen, die zwei. Ganz schön gemein von denen. So, Hunter Beta, es hat sich ausgebetert. Oder so. Die sind, also zwei davon sind schon krass. Mich hat auch gestern einer angerufen, hab im Lotto gewonnen, obwohl ich nie Lotto spiele. Seltsamer Zufall. Ey, das ist ja mal das größte Glück überhaupt. Da spielen Leute 60 Jahre lang Lotto und gewinnen vielleicht mal irgendwie einen Fünfer oder sowas. Und du spielst nicht mal Lotto und machst den Hauptgewinn oder was? Crazy! Ich hoffe, du hast der Person sofort sämtliche Kontodaten und deine Kreditkartennummer und alles gegeben, damit... Und du hast hoffentlich wahrscheinlich auch die kleine 5000 Euro Gebühr bezahlt, die notwendig ist, damit dir deine Millionen überwiesen werden können. Ich meine, klingt nach viel Geld, ne? Aber wenn man bald Millionär ist, dann kann man schon mal ein paar tausend Euro vorstrecken, aus Verwaltungsgründen. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin von Holy begeistert, nur das Grapefruit hat im Abgang etwas Komisches bis jetzt geschmeckt. Freut mich, dass du Holy sogar magst. Ich mag es eben auch wirklich gerne. Selbstverständlich mag ich auch nicht jede Geschmacksrichtung, das ist eh ganz klar. Aber es gibt ja auch ein breit gefächertes Repertoire, das glaube ich schon für jeden oder für viele zumindest, glaube ich, was dabei. Ich glaube, am wenigsten bis jetzt mochte ich den Kirsch-Energy-Drink zu Halloween. Der hat mir nicht geschmeckt. Irgendwie. Der war ein bisschen zu... Weiß ich nicht, ein bisschen fad fand ich den einfach. Aber die meisten Sachen finde ich schon gut und manche, wie eben zum Beispiel den Apfel-Eistee oder auch den Matcha-Eistee, die finde ich sehr, sehr, sehr geil. Okay, let's go. Red Matrix, Red Matrix, dankeschön für dein Prime-Abo. Wo bleibt der Alert? Da kommt er. Dankeschön. Red Matrix ist jetzt ein Word Rider. Ich weiß schon, Claire Chill, ich weiß schon, dass es dir um den Discord geht. Das haben meine Mods ausführlich besprochen und ich vertraue da auf deren Urteil. Und ich mische mich da auch nicht ein. Und das tut mir auch leid, wenn dir das jetzt irgendwie, wenn das für dich blöd ist oder so. Aber ich kann deren Argumentation nachvollziehen und ich will das jetzt ehrlich gesagt auch nicht hier im Stream diskutieren. Ich hoffe, das kann man auch... verstehen. Tape Recorder. Kann ich mir den anhören? Kann man damit schon was machen? Ist da die Stimme von jemandem drauf? I don't need this right now. Na gut. A patient's diagnosis is recorded onto here. Okay. Die Diagnose eines Patienten. Das ist schon, ich muss schon sagen, ich finde das gerade sehr geil, weil dadurch, dass ich das nie wirklich gespielt habe, ist das für mich gerade so, als würde ich irgendwie ein semi-neues Resident Evil spielen. Wisst ihr, was ich meine? Wer aus dem Discord raus ist, kommt nicht wieder rein. Ich würde das jetzt nicht so endgültig und hart formulieren, aber im Grunde denke ich schon, dass die Entscheidungen, wenn Leute gesperrt werden, viel diskutiert und gut überlegt werden. Gibt es dann einen Link zu dem Discord? Ja, du findest den Link unter jedem YouTube-Video. Schau einfach auf meinem Kanal mal unter jedes Video. Da ist irgendwo der Link versteckt in der ganzen Linkbox, garantiert. Also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However,
Eine Frage, warum spielst du auf leicht? Resident Evil 3 ist auf hart noch relativ leicht. Also ich habe es eh schon gesagt, ich konnte es am Anfang nicht einschätzen, was jetzt leicht und was hart ist, dass man am Anfang so viel Waffen geschenkt kriegt, da war ich auch kein Fan davon. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob wir vielleicht doch nochmal höher stellen, aber ehrlich gesagt bin ich auch jetzt happy damit, das passt schon. Genau, Mr. Hawkeye hat nochmal den Link gepostet, dankeschön, auf Twitch. Hand Trucks and Old Observation Devices. Was sind denn Hand Trucks? Hand Trucks? Ich stelle mir da kleine Spielzeugautos vor unter Hand Trucks. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich Handschuhe oder Tücher oder irgendwas. Keine Ahnung. Wäre komisch, wenn im Krankenhaus irgendwo... Und das ist unser Spielzeugtruck. Schublade. Die darf in keinem Krankenhaus fehlen. Tupfer, Zange, Skalpell, Spielzeugtruck. So ist das. Ich kann hier nichts anklicken. Der Raum ist komplett leer und tot. Oh oh. No idea. Von wegen. Another guinea pig was still alive. What are you doing? Have you lost your mind? Sometimes it's easy to forget one's loyalties. Just like that traitor. Ein neues Cosplay hast du im Abend. Cool. Yeah. Für was oder wen? Him. The one with the gray hair and the ugly mug. I can't believe he had the guts to shoot me. That traitor. You mean Nikolai? Wie er raucht, ist ein bisschen lustig, oder? Hallo, Kater. Der Kater hier ist leider ein bisschen krank. Der ist sehr anhänglich gerade. Der hatte letztes Wochenende, waren wir schon beim Notdienst mit ihm, weil er Blut im Urin hatte. Und da hat der Arzt dann ihn mit Ultraschall durchsucht und alles. Und da war dann die Diagnose, dass er einfach nur eine Blasenentzündung hat. Jetzt hat er eine Woche Antibiotika genommen, aber leider geht es ihm nicht wirklich besser. Jetzt ist der Verdacht, dass er vielleicht Nierensteine hat. Jetzt ist er hier bei mir im Büro schon den ganzen Tag mit seinem eigenen privaten Katzenklo, mit so speziellem Streu, dass das den Urin nicht aufsaugt. Und ich warte jetzt, bis er endlich mal pinkelt. Aber er pinkelt leider einfach nicht, damit wir mal eine Probe hinbringen können. Müssen wir mal gucken, was mit dir los ist, ha? Huh? Der Arme. Ja. Aber ich muss jetzt weiter streamen, Linky. Ha? Huh? Kannst du auf meinem Schoß vielleicht sitzen, komm. Ja. Ah. So. Ja, wirklich. Wirklich ein armer Kerl. Der hat wirklich auch, der isst relativ wenig. Der hat jetzt zum Glück Schmerzmittel bekommen, ne? Wenn er die nimmt, dann geht ihm vormittags und mittags immer ganz gut. Aber gegen Abend wird es dann wieder ein bisschen schlimmer und dann isst er weniger und dann ist er auch sehr unruhig und es tut ihm auch scheinbar weh untenrum. Das ist schon unangenehm, aber hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmes ist. Au, 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 au. Und wenn er mir nicht immer so seine Krallen ins Knie jagen würde, das wäre auch schön. Naja, okay. Kann ich ihm nicht mal seine Waffe abnehmen? Die braucht er doch jetzt nicht mehr. Na gut, dann halt nicht. Das Knuddel, dankeschön für die Bits. Gute Besserung für deine Katze. Dankeschön, ich richte sie mal aus. Hast du gehört, Linky? Gute Besserung. Ja, ja. So ist es mit den Tierchen. Der Hund von meiner Schwester war jetzt erst eine Woche, bevor das jetzt mit Linky war, echt schwer krank. Der musste auch operiert werden, weil der eine Darmverdrehung hatte. Da dachten sie auch schon fast, der müsste eingeschläfert werden. Ganz tragisch alles, aber zum Glück geht es ihm jetzt auch wieder gut. Und das kriegen wir mit dir auch wieder hin, oder? Linky. So, weiter geht's. Zombies töten. Let's go. Hey Nina, wie kamst du eigentlich auf den Namen Lansquid Bird Rider?
Im Grunde, die Kurzversion ist, dass das so ein Insider in meinem Freundeskreis einfach schon lange war, weil wir so ein Spiel gespielt haben, das hieß Progress Quest. Das kann man eigentlich gar nicht wirklich als Spiel bezeichnen, sondern das war wirklich eher, gibt es glaube ich immer noch, es ist ein Programm, das simuliert quasi so ein RPG-Abenteuer. Na, dann gibt man einfach nur einen Namen von der Figur ein und Rasse und Klasse kann man sich aussuchen und dann wird unten in Form von Text generiert, wo die Figur jetzt hingeht, gegen was die Figur kämpft, was sie lootet. Dann wird alles verkauft und es geht von vorn los. Totaler Quatsch. Wirklich nur so ein Balken, der hochgeht. Progressionsbalken, Erfahrungspunkte. Also totaler quatschiges, kleines Programm, aber irgendwie lustig. Und weil das eben textbasierend ist, gibt es halt hunderte von Klassen und Rassen, die man kombinieren kann. Und unter anderem gibt es eben die Klasse Bird Rider und die Rasse Land Squid. Und das fanden wir so eine unheimlich lustige Kombination, dass das so ein bisschen so ein Insider wurde. Und als ich dann ein paar Jahre später den Kanal gemacht habe, war mir sofort klar, das muss der Name sein. Medizinische Anleitung. Der Umbrella Medizinische Service Nordamerikanische Division Douglas Rover. Um den Synthesizer zu aktivieren, um den Impfstoff zu kultivieren, folgen Sie bitte den detaillierten Details im unteren Abschnitt dieses Zettels. Erstens, wir brauchen genug Energie für das System. Zweitens, wir brauchen die mittlere Basis für das Gerät. Und wenn der Gerät bereit ist, kann man anfangen, das Vaccin herzustellen. Um das Vaccin herzustellen, müssen wir die 5 Kontrollhebel drücken. Das führt dazu, dass 2 Dingsies steigen und fallen und man muss die 2 Dingsies so regulieren, dass sie beide im Zentrum stehen bleiben. Das Vaccin, der Impfstoffmedium, wird dann automatisch produziert. Let's go. Und spring endlich aus deinem komischen Reagenzglas. Wir wissen alle, dass das gleich passieren wird. Mach es jetzt. Ich speichere mal kurz. Tu es. Trau dich. Also wenn du willst, kannst du ja immer noch eine Discord-Nachricht quasi einfach in privat schicken. Ein hochpräzises Mikroskop. Sind wir jetzt hier wirklich nur wegen dem Zettel reingegangen? Glaube ich gar nicht. Ich wüsste außerdem nicht, wo wir sonst hingehen sollten. Ist das eine Luke im Boden? Nee. Es ist nur so ein Wartungsschacht wahrscheinlich, ne? Ach, hier ist ja was. Blinkt ganz unauffällig. Wie konnte ich das übersehen? Ein elektrischer Power Supply Switch. Neben dem Kultivierungstank. Willst du einschalten? Ja. Oh-oh. Was haben wir getan? Ach, guck mal. Hunter Gamma sind da drin. Ich dachte, es sind auch Beta. Chemikalien synthetisieren brauchen wir die Medium Base. Ja, genau. Haben wir gelesen. Wo wir die finden, weiß ich jetzt aber auch nicht. Weiß ich wirklich nicht. Es gibt ja aktuell eigentlich, oder? Nicht wirklich einen anderen Raum, wo wir hingehen könnten für die Medium Base. Oder Base? Hunter Gamma, wollt ihr rauskommen? Unbekannte Kreaturen sind in Fischtanks. Ich finde das auch irgendwie komisch, dass Umbrella offensichtlich diese Biowaffen hier einfach nur in irgendeinem Hinterzimmer im Krankenhaus gezüchtet hat. Ist das nicht, weißt du, kommt mir ein bisschen also, weiß ich nicht. Kann doch schnell mal passieren, dass da ein Patient oder irgendwie jemand reinstolpert und sagt, ups, ich wollte Sie und Ihre riesigen Monsterfrösche nicht stören. Machen Sie bitte weiter. Naja, okay.
Krallen im Knie sind Liebesbeweise. Ja, eben. Es hilft ja nichts. Das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man mit Katzen zusammenlebt, dass man ab und zu mal Krallen im Knie hat. Kann man nichts machen. Wir müssen jetzt mal die Base Medium finden. Arbeitssicherheit und Geheimhaltung waren jetzt nicht gerade Umbrellas Paradedisziplin. Das ist absolut richtig. Ganz im Gegenteil. Das ist schon fast lustig, wie gerade was so IT-Sicherheit angeht, wie Passwörter basically überall verteilt auf irgendwelchen Zetteln rumliegen. Das ist schon lustig. Aha! Neuer Raum, neuer Bereich. Let's go. Erkunden. Nice. Das eine, es ist schon lustig, ne? Man sieht deutlich, der da an der Wand sitzt, gehört offensichtlich zum Hintergrund, aber der da liegt nicht. Ah, der ist angeblich tot. Ich traue der Sache ja nicht so ganz. Aha, cheaten tut das Spiel auch noch. Guckt euch das an. Ah, shit. Bleib doch liegen, komm. Ist doch alles gut. Halb so wild. Ist eigentlich der Mauszeiger im Bild? Ne, ihr seht den gar nicht, ne? Weil wirklich nur das Fenster aufgenommen wird. Nice. Sehr schön. Den hat der Kater nämlich gerade noch reingeschoben. Jetzt liegt er da und schläft vor mir auf dem Schreibtisch. Das ist gut. Soll ein bisschen pennen. Der soll eigentlich aufs Klo gehen, damit wir diese Quarantäne beenden können. Aber pennen ist das nächstbeste. Aha, ein Doktor. Der Doktor hält was in der Hand und darauf steht 253. Ey, ich habe schon wieder vergessen. Ich dreh durch. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich mir mein kleines Umbrella-Notizbüchlein hier mitnehme. Es wäre so cool. Es wird so gut passen. Ob wir das noch erleben? Wir haben noch einige Resident Evil-Spiele vor uns. Mal gucken, ob ich irgendwann dran denke, dass wir uns ein Notizbüchlein hier mitnehmen. Das wäre schon schön. Er guckt immer irgendwo hin, aber ich glaube, er guckt nur auf die toten Zombies hier, ne? Ja, okay. Hier drin kriegen wir, glaube ich, nichts außer die Nummer 253. Gut, weiter geht's. Gehst du mal auf eine Messe? Ich hatte das schon länger vor. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hoffe, da kommt eine Cutscene. Nee, der Controller ist ausgefallen. Okay, ich speichere mal lieber. Das geht wenigstens noch. Ich hatte schon öfter vor, oder ich wollte jetzt in letzter Zeit öfter wieder auf irgendwelche Messen gehen, aber immer war irgendwas, nie hat es geklappt. Mal gucken, ob ich vielleicht nächstes Jahr wieder Gamescom oder so Zeit habe. Wäre schon cool mal wieder. Warum ist da eigentlich so lilafarbenes Blut am Boden? Ah, da sind wahrscheinlich irgendwelche Ampullen oder so kaputt gegangen. Gehen wir mal in den Datenraum. Hi Marco, wie geht's? Oh oh, Hunter-Beta-Zeit. Yeah, dieses Ausweichfeature ist mir ehrlich gesagt zu viel. Ich glaube, das hätte ich auch damals nicht gemocht. Finde ich auch gut, ehrlich gesagt, dass die das dann in Nachfolgern nicht übernommen haben. Da bin ich kein Fan davon. Ich habe noch einen Hunter gehört. Aha. Der war aber schnell tot. So, was haben wir denn hier Unauffälliges auf dem Tisch liegen? Der Sick Room Schlüssel. Nice. Warte mal schnell. Wir haben die Medium Base schon. Ah, ich muss nachher nochmal zurück. Das war die Medium Base. Verdammt. Ich habe ganz vergessen, dass wir das aufgehoben haben. Foto D. Die Zombies wandeln. Cool. It says, also irgendwo steht das auf der Rückseite, okay. Der Effekt des T-Virus. Cool. Gut, dass wir das... Gut, dass wir das gelesen haben. Unbekannte Kreaturen sind in...
Flüssigkeiten eingelegt. Verschiedene Files, Ordner halt quasi, Virus über Viren und Impfstoffe. Na gut, hauen wir wieder ab hier. Warum waren wir hier drin? Wegen dem Schlüssel, genau. Okay, ich fahre jetzt nochmal runter, machen wir uns... Meine Cam hängt? Interessant. Danke für die Info. Das hatten wir nämlich schon mal. Das ist wirklich interessant, dass sich die Cam aufhängt und gleichzeitig der Controller ausfällt. Was echt weird ist. Immer nur die Cam und der Controller, während der Controller über Bluetooth verbunden ist. Der hat überhaupt keine Kabelverbindung oder so zum Rechner. Und die Kamera ist über USB angesteckt, ne? Ist wirklich seltsam. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das wieder zum Laufen kriegen, weil gerade ist die Kamera auch wirklich aus. Moment. Ich habe aber auch ein schönes Standbild erwischt. Wenn ich die ganze Zeit sage, fällt gar nicht auf, dass die Kamera steht. Glaube ich. So, Webcam Source. Machen wir mal weg und wieder hin. Das hat nicht funktioniert. Deaktiviere ich mal und aktiviere wieder. Aha! Da sind wir doch wieder. Oder? Ja, ich glaube schon. Okay, hallo. Willkommen zurück. Immer wieder erstaunlich, wenn man nur die Stimme kennt, hatte bis jetzt ein völlig anderes Bild von dir. Ja, aber das ist ja normal, oder? Das kenne ich auch. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn man von irgendeiner Person nur die Stimme kennt, die Person sieht immer ganz anders aus, wie man sich das vorstellt. Also ich hatte das zumindest noch nie bei irgendwelchen Podcast-Menschen oder sowas, dass ich die dann sehe und denke mir, ja, genau so habe ich mir das mit der Stimme vorgestellt. Hatte ich zumindest noch nie. Aber ja, verstehe ich, dass das trotzdem immer wieder komisch ist, weil man sich halt schon irgendwie so sein Bild im Kopf irgendwie zusammenbaut, ne? Was ja eigentlich total bescheuert ist, wenn man drüber nachdenkt, dass man glaubt, man könnte anhand der Stimme... Aber es passiert halt einfach, Es formt sich halt einfach ein Bild im Kopf. So ist das. Hi, Iceman! Okay, machen wir. Aber ich kann doch nicht jetzt schon den Impfstoff machen, oder? Dann hätten wir doch Carlos Kapitel schon beendet. Irgendwas fehlt doch da bestimmt noch. Ich hätte vielleicht doch oben noch schauen sollen. Egal. Eins nach dem anderen, Leute. So groß ist das Gebiet nicht. Das finden wir dann schon raus. Hast du es gelesen? Ja. Wie gesagt. Ich will das jetzt auch wirklich nicht hier im Twitch-Chat diskutieren. Chill Claire, bitte. Hallo, Boko, wie geht's? Du hast eine coole Synchronstimme. Danke, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Synchronsprecher wäre. Ich war gerade total in meiner eigenen Welt gedanklich. Deswegen die lange Pause. Weil ich mir gerade gedacht habe, ich glaube, ich verspreche mich zu oft und verlese mich zu oft. Ich glaube, ich könnte das deswegen Wie nicht. Wie ist deine Meinung zum Trailer zur Fallout-Serie, die auf 2. April starten wird? Stimmt. Danke für die 100 Bits übrigens, Just Smithy. Sieht ehrlich gesagt überraschend gut aus, die Fallout-Serie. Hätte ich ehrlich gesagt wirklich nicht gedacht. Ich dachte, das wird bestimmt irgendein trashiger Scheiß. Wahrscheinlich bin ich wegen Resident Evil da einfach, ne, verbranntes Kind. Nicht nur Resident Evil. Videospieladaptionen sind oft schwierig. Aber die Fallout-Serie sieht gut aus. Der Trailer sieht gut aus, ne? Und ich finde es sehr interessant, dass ja auch offiziell verkündet wurde, dass die Serie Teil des offiziellen Fallout-Kanons ist. Das heißt, das hat auch Lore-Video-Potenzial wieder auf meinem Kanal. Der Fallout-Canon wird wieder erweitert. Finde ich spannend.
werde ich mir auf jeden Fall geben und vielleicht auch Videos dazu machen. Finde interessant, dass die Serie neue Lore-Inhalte bringen soll. Ganz genau, ja. Finde ich eben auch sehr spannend. Ja, bin ich gespannt. Okay, will you operate the Sensationalize? Genau, machen wir. Jetzt pass auf, ich drück mal 1. Volt 33 ist wieder in Kalifornien. Um genau zu sein, soll diese am Santa Monica Pier sein. Das ist auch sehr cool. Das wusste ich gar nicht, dass wir wieder in Kalifornien sind. Umso mehr... Oh, ich bin sehr gespannt, ne? Ich bin sehr gespannt, wann die Serie spielt und wie viel dann vor allem auch von den alten Fallout-Teilen, von den ersten beiden, aufgegriffen wird. Ich hätte ja schon... Habe ich schon Interesse dran, auf jeden Fall. Okay, 2 drücken wir definitiv nicht. Oh, aber 3 irgendwie auch nicht, oder? Verstehe ich gar nichts mehr. Ach so, unten sind auch noch welche. Okay. Nicht ganz. Schauen wir oben nochmal. Das sieht doch gut aus. Nee? Reicht das nicht? Ich dachte, wir hätten's. Ich verstehe irgendwie die Anzeige nicht. Warum sind denn da die roten Pünktchen noch so leicht irgendwie, ne? Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie seltsam. Verstehe ich nicht, warum die so dünn werden. Und dann wieder dicker? Verstehe ich nicht. Hi, Mr. Dre. Wie findet das der Aufseher ein Auge hat? Weiß ich gerade nicht genau, was du damit meinst. Vielleicht mal die USB-Anschlüsse über die Cam und den Dongle für den Controller wechseln. Nee, der Controller ist onboard verbunden. Omega LUL 92 ist jetzt ein Wordrider. Omega Lull, dankeschön für deinen Sub. Super nett von dir. Guck, die 100 haben wir doch in 0, nix wieder voll. Dankeschön. Freut mich sehr. Im Trailer hat der Aufseher ein Auge. Also nur ein Auge, oder was meinst du? Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Aber... Ja, auch irgendwie wurscht, glaube ich. Das schlimmste Rätsel in Resident Evil 3 kommt noch. Ich sage nur das Labor. Okay, da bin ich schon gespannt. Ich check das hier gerade schon ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe nicht, warum die Striche so dünn werden. Und dann... Ach, warte mal, sind die dünnen Striche... Hey, denke, ich habe das mit den Lines beim Rätsel kapiert. Jedes der Leuchtquadrate zeigt Glaubdruck an und ein kleiner Punkt ist quasi Druck 1. Mittel ist Druck 2 und breit ist Druck 3. Ich weiß nicht, das war anscheinend zu lange. Das hat's nicht fertig gelesen. Und addier sie hoch oder so. Danke für die 100 Bits, Justmitty. Meinst du? Aber auf dem Zettel stand, die müssen sich einfach nur in der Mitte treffen. Ich mache jetzt mal alle nochmal nach unten. Moment, waren die alle? Ich glaube, das kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ich dreh mal alle auf rechts. Warum kommt eigentlich so viel Dampf raus? Ist das jetzt hier irgendwie... Ist das ein Stromkasten oder ein Steampunk-Gerät? Ich weiß nicht genau, was das jetzt hier sein soll eigentlich. Aber okay. Waren die Rätsel in dem Spiel auch immer so ein bisschen random? Nicht die Lösung, aber der Ausgangszustand.
Keine Ahnung. Es gibt ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten, ne? Wir könnten einfach mal ein bisschen durchprobieren, weil ich... Ich finde es auch... Nee, ich check's überhaupt nicht. Mit den ganz dicken, den kleinen und den ganz kleinen. Meint ihr wirklich, das steht für 1, 2 oder 3? Oh, das wäre dann schon Hardcore-Rätsel, muss ich sagen, oder? Nicht schlecht. Ich dachte nämlich, wir hätten es schon gehabt, deswegen wundert es mich so. Kennst du die Myst-Spielreihe? Ist ja eine Reihe von Point-and-Click-Adventures, die ich sehr mag. Ich liebe das Konzept von Weltenbüchern. Also geschriebenen Büchern, die Welten enthalten, in die man... In die man reisen kann. Da hatte ich auch mal einen coolen Minecraft-Mod. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der war, glaube ich, im Tech-It-Pack dabei oder sowas. Da hat man quasi wirklich Bücher schreiben können mit einzelnen Worten, magischen Worten, die man gelernt hat. Und je nachdem, wie man die Worte kombiniert hat, sind dann verschiedene Welten entstanden. Ganz neue Biome wurden quasi generiert in den Büchern. Und man konnte sich dann so eine Bibliothek quasi zusammenstellen. Ja, wir haben's! Mit verschiedenen Büchern. Mit verschiedenen Welten, in die man reisen konnte. Das war ein cooler Mod. Vor allem zusammen mit dem Iron Man Suit Mod. Das war... Okay, wir haben das Vaccine schon. Für was brauchen wir jetzt noch den Schlüssel und irgendwas anderes? Eigentlich? Jetzt kämpfen wir erstmal gegen die Gamma, oder? Wollt ihr mir erklären, dass die nicht aus ihrem Glas springen? Ich meine, ist okay. Ah, okay. Aber wisst ihr was? Der Mod ist Mystkräft und der ist aus der Myst-Reihe entstanden, ist quasi eine Anspielung bzw. eine direkte Übernahme der Spielkonzepte. Mystkraft. Ah, okay. Ja, wie gesagt, der war bei mir schon in dem Modpack drin. Aber ich glaube, das war bei Tekkit dabei. Weil ich kann mich erinnern, dass wir auch gleichzeitig eben Ironman-Anzüge hatten und Raketen gebaut haben, um zum Mond zu fliegen und so weiter. Es gab auch noch ein anderes Modpack, das hieß nämlich, glaube ich, wirklich Mystcraft oder so. Aber da waren ganz viele... Ja, vielleicht verwechsel ich das jetzt. Ist egal. Auf jeden Fall cooler Mod. Coole Mystcraft-Geschichte. Und, ja. Myst kenne ich natürlich auch. Aber ich habe tatsächlich nur als relativ kleines Kind den ersten Teil gespielt und war sehr überfordert. Wow. That escalated quickly. Kann ich jetzt echt schon wieder zurückgehen? Für was habe ich denn bitte den Schlüssel hier? Den Sick Room Key? Ich gehe jetzt einfach zurück. Ich sag's euch ganz ehrlich. Aber verwirrt bin ich schon ein bisschen. Geh jetzt da um die Ecke, Carlos. Ich verstehe auch ehrlich gesagt den Aufzug nicht. Es gibt irgendwie 3 Stockwerke, aber ich kann immer nur 2 wählen oder so. Hä? Speichern wir mal kurz. Aber ich mache es hier über den Emulator. Es geht schneller. Dann gehen wir zurück zu... Oder müssen wir noch irgendwo eine Spritze finden vielleicht? Ne? Wir können ja das Vaccine jetzt wahrscheinlich nicht einfach mit... Weiß ich nicht... So in den Mund nehmen und in die Adern reinpusten oder was weiß ich. Das weiß ich jetzt auch nicht. Gucken wir mal. Ach ja, diese stark gemoddeten Minecraft-Server früher, das war schon immer lustig, muss ich sagen. Die vermisse ich ein bisschen. Das war schon cool früher.
müsst, ist auch sehr fordernd. Du wirst in Teil 1 auf eine Insel geworfen, musst diese erkunden und Rätsel lösen. Das Kranke, die Rätsel sind nicht einfach. Die Spiele kann man in wenig Zeit schnell... Kann man in wenig Zeit schnell durchspielen, aber die Rätsel sind so komplex, dass du manchmal Wochen genau an den Rätseln hängen kannst. Ja. Es gab ja mal, das ist ganz bizarr irgendwie, auch eine von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilte Idee, würde ich sagen, oder? Die wollten ja auch aus Myst, weil das war ja damals sehr erfolgreich, wollten die ein MMORPG machen und haben dann quasi so eine Rätselinsel gemacht, die sollte nach und nach mit neuen Rätseln versorgt werden und da sollte man quasi online miteinander, also mit anderen Leuten spielen können und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Aber das Hauptproblem war halt, dass der Hive-Mind des Internets natürlich innerhalb von Stunden absolut alle von diesen Mörderrätseln in diesem Spiel einfach gelöst hat. Und dann war der Content von dem Spiel weg. Und natürlich dauert es sehr viel länger, neue komplexe Rätsel zu entwerfen, als die zu lösen. Und deswegen ist das ziemlich schnell gescheitert. Aber ja. Interessante Idee, auf jeden Fall grundsätzlich, dass man so ein Rätsel-Adventure-MMORPG macht, aber hat halt nicht wirklich funktioniert. Oh. Ist absolut geniale Idee, aber zum Scheitern verurteilt, ja. If I turn into a zombie, don't hesitate. I want your word that you'll kill me. Ich befürchte, wir waren doch noch nicht fertig im Krankenhaus. I don't need this right now. Aber ja, wir haben wahrscheinlich erst das Vaccine-Medium, ne? Aber müssen das jetzt erst noch irgendwie kombinieren mit irgendwas oder so, damit wir das T-Virus-Vaccine machen oder irgendwie sowas. Ich verstehe schon. Ich habe mich schon gewundert wegen dem Schlüssel, ne? Ich war ein bisschen zu voreilig. Kombinieren! Nein! Oh. Ich drück so einen Scheiß zusammen gerade. So. Oh mein Gott. Das war schwer. Okay, gehen wir zurück ins Krankenhaus. Let's go. Resi 3 fast fertig. Ich komme zu spät. Nein! Wir haben aber auch... Wir spielen noch gar nicht so lange, oder? Wie lange läuft denn das Stream? Stunde? Stunde, nicht mal eine Stunde. Und ich habe mich die meiste Zeit verlaufen und habe Rätsel nicht geschafft und so. Du hast nicht wirklich viel verpasst. Hier schieße ich jetzt gerade nur zum Spaß einfach. So, dann gucke ich jetzt mal, dass wir nochmal im Krankenhaus in dieses eine mysteriöse Stockwerk kommen, wo ich mir immer nicht sicher bin, was ich im Aufzug drücken muss. Erschreckend, dass gerade dieser Teil fehlt. Zockt das Remake wieder auf der PS4 durch. Ich meine, das Krankenhaus haben sie ja drin mit dem Carlos-Part. Nur, dass der weird ist im Remake, finde ich. Mit diesem Arena-Kampf und so, finde ich ganz komisch. Aber der Glockenturm hier, ne? Was für Krautfarben gibt es eigentlich nun? Grün, Rot, Blau gegen Gifte und ähnliches und Gelb für das Erhöhen der KP. Genau. Die fallen mir auch spontan auf jeden Fall ein. Dankeschön für die 100 Bits. Grün zum Heilen, Rot verstärkt, Blau entgiftet, Gelb erhöht permanent die Lebensenergie. Aber nur bis zu einem Limit. Gibt es in anderen Resident Evil Teilen noch andere Krautsorten? Ich weiß, dass es das lila Kraut mal geplant war zum Beispiel. Aber ich glaube, das haben sie dann nicht eingebaut in irgendeinen Teil. Haben wir irgendwas vergessen? Fällt mir gerade nichts anderes ein, auf jeden Fall.
Wisst ihr noch Krautsorten? Hast du mal Interesse, Vault 40 und 25 zu lesen? Was? Bitte? Dreimal grün ergibt auch eine starke Heilung. Ja, genau. Ah ja, da. Hinten, ne? Im Hintergrund liegt er. Sehr gut. Stimmt eigentlich, ne? Ich glaube, der Bereich ist noch sehr viel größer. Oder das hier ist für Chill noch reserviert. Ich weiß es nicht. Finden wir raus. Jetzt gehen wir erstmal zurück ins Krankenhaus. Ja, bei uns hat es sehr stark geschneit, aber jetzt schmilzt der Schnee gerade weg. Lila gibt es, glaube ich, in Operation Raccoon City. Das hilft gegen den T-Virus. Zumindest... Aber ist das Kraut in Operation Raccoon City? Das ist gar nicht so lange her, dass ich das gespielt habe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, die haben... Das ist nicht unbedingt Kraut, oder? Ich glaube, das ist einfach irgendein Spray, das die so finden. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kann aber sein, dass ich mich täusche. Kann aber sein, dass das wirklich auch lila Kraut ist. Ach, du schreibst quasi Fanfiction, jetzt verstehe ich, für Vault 40 und 25. Okay, alles klar. Was ich bisher hier sehe, gibt es im Remake nicht. Also ich habe mir tatsächlich jetzt auch wieder gedacht, wie sehr das Remake einfach auch abweicht vom Original. Das ist schon sehr anders einfach, ne? Finde ich schon auch krass teilweise. Weil theoretisch gibt es das Krankenhaus im Remake schon auch als Ort, den man besuchen kann. Aber das hat halt tatsächlich nicht wirklich was mit dem Krankenhaus im Original zu tun. Die haben das halt wirklich komplett neu interpretiert. Und auch der Außenbereich in der Stadt und so weiter. Ich habe nicht wirklich irgendwas wiedererkannt, jetzt so im relativ direkten Vergleich. Hallo, Heinz-Peter. Hey, jetzt bin ich wieder hier. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Lass mich mal gucken. Wir müssen auf 4F. 4F wäre unser Ziel, bitte, lieber Aufzug. Können wir da nochmal gucken. So, 4F. Habe ins Wiki gestaut. Da steht, es gibt 5 Kräuterfarben. Und vom Violett wurde Folgendes beschrieben. Violett kann nur allein verwendet und nicht kombiniert werden, heilt 25% der Gesundheit und entfernt Gift. Es steht da dabei, aus welchem Spiel das ist. Kannst du das gerade mal im Wiki nachgucken? Das kommt mir gerade gar nicht bekannt vor. Ein violettes Kraut, das 25% Heilung heilt und nicht kombiniert werden kann. Aha. Neuer Raum, neues Glück. Und wenn man mehrere Violetta Kräuter kombiniert, kriegt man das ultraviolette Kraut. Ja, okay. Warum bin ich hier drin? Wenn die Vault fertig sind, schicke ich die an Bethesda. Okay. Gut. Something seems to have been placed here. Also hier stand mal was. Schreibst du die dann auf Englisch? Ach, guck mal, die Arklay Mountains. Das ist ja... Ist das wirklich ein Screenshot aus dem Original ersten Teil oder so? Könnte ich mir schon vorstellen fast. Okay, hier sind 4 oder 3 mehrere offensichtliche Einbuchtungen. Und ich habe ein Ding, das ich hier verschieben kann.
Ich schieb das jetzt mal da hinten auf das eine. Dann gucken wir mal, was passiert. Steht nicht dabei, aus welchem Crowd. Aus welchem Spiel. Ha, komisch. Okay, das hat mich gestromt. Ich schätze mal, das war nicht richtig. Resetten wir mal den Raum. Ist das jetzt hier wirklich so Trial and Error oder habe ich irgendein Dokument überlesen? Naja. Hi Bird muss mal die Schränke hinstellen. Okay, bin dabei. Moment mal. Ach so, doch. Können wir schon machen. Komm, du kannst es noch schieben. Streng dich ein bisschen an, Carlos. Ah. Carlos, ey. Aber kein Backseat-Gaming hier jetzt. Dadurch, dass ich das Spiel wirklich so gut wie nicht kenne, ist das für mich relativ neu und ich will das wirklich, ne, quasi blind spielen. Das fühlt sich für mich gerade wirklich an wie neues Resident Evil. Ich habe so überhaupt keine Erinnerungen mehr dran. Finde ich cool. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich es gerade echt schwierig finde, das Kästchen erfolgreich da hinten rechts ins Eck zu schieben. Stopp. So. Okay. Hallo, Ledantan. Hi, willkommen. Aha. Da. Eine Sache dürft ihr mir jetzt bitte verraten. Soll ich es noch auf die anderen beiden Felder schieben? Macht das überhaupt noch Sinn? Mit einem Nummerncode. Das ist sehr gut. Jetzt passt auf, dann geben wir da jetzt mal ein 2. 5. Und ich nehme die Dry. Yeah! Und wir kriegen Vaccine Base. Moment mal. Ah, Vaccine Base und Vaccine Medium. Und jetzt haben wir das Vaccine. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind die Besten. Na dann, gehen wir wieder heim, ne? Gehen wir endlich wieder in die Kapelle. Kapelle? Ihr wisst schon, was ich meine. Schade, dass Carlos nur in Resident Evil 3 vorkommt. Ja, es gibt viele Figuren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt viele Figuren, die, finde ich, sehr überraschenderweise nur in ihren Teilen vorkommen und dann nie wieder aufgegriffen werden. Dass mir die wirklich in den Aufzug nachlaufen, ne? Gemeinheit. The door won't close? Oh mein Gott, das ist ja noch viel gemeiner, als ich dachte. Nicht schlecht, Spiel. Nicht schlecht. So. Ich schätze mal, F1 ist der Ausgang. Was steht da? Cool. Cool Pizza, glaube ich. Ich dachte erst, das wäre ein Keks und da steht irgendwas mit Cookie. Aber leider nicht. Nix gegen Pizza, ne? Aber Cookie wäre schon gut jetzt. Laut dem Wiki gibt es in Resi 4. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Und ich glaube, ich habe es 30 durchgespielt. Also 4 Kräuter, oder wo sind wir jetzt gerade? Ich weiß nicht mehr, bei welcher, auf was sich das bezieht. Diese Info. Oh oh, eine Bombe. Mehrere Bomben. Viele Bomben. Come on.
Nee, bitte nur Tipps geben, wenn ich nachfrage. Sonst bei dem Spiel jetzt bitte nicht. Geht um das violette Kraut, aber ich glaube, das ist ein Fehler. Ich gucke jetzt dann selber mal schnell nach, weil das interessiert mich jetzt gerade, weil das kann ich gerade überhaupt nicht zuordnen, das violette Kraut. So, Moment, ich guck mal schnell. Resident Evil Violet Herb. Bumm. Gucken wir mal. Herbs. Wir haben hier im Fandom-Wiki grün, blau, rot, grün, 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 blau, grün, grün, blau, blau, rot, grün, rot, bla, 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 bla. Green Herb plus Yellow Herb, Green Herb, Purple Herb. Ich sehe da ein Bild von Purple Herb. Aber das wird hier in dem Wiki-Eintrag nicht erklärt. Das ist ja witzig. Was ist mit diesem mysteriösen Purple Herb? Purple Herb, Purple Herb. Ich will wissen, woher du kommst. Ah, hier, warte mal, further note. Outside of healing items, purple was planned as a key item for Resident Evil Zero and the Outbreak series. Okay, anscheinend war das purpurne Kraut für Resident Evil Zero geplant, war aber dann nicht drin, das ich meinte. Und Outbreak hat mehrere Special Items, steht da noch drin. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das aufs Herb bezieht mit den Special Items. Das ist alles sehr mysteriös. Warum sind da nicht einfach richtige Informationen dazu? Ha, Kater. Was ist denn da los? Mal schauen, ob ich noch was anderes dazu finde. Velvet. Velvet Blue. Nee, das ist ein Edelstein aus Resident Evil 4. Okay. Ja, keine Ahnung, Leute. Anscheinend, also soweit ich das jetzt rausfinden konnte, war das eben mal geplant als Item, ist aber nie wirklich released, in keinem fertigen Spiel. In Resident Evil 3.5 war es geplant. Ich habe jetzt im Wiki gerade von Zero gelesen, aber es schließt sich ja nicht aus. Wie würdest du eine Zombie-Apokalypse überleben? Ich habe mir witzigerweise früher sehr viele Gedanken darüber gemacht, über dieses Szenario, und habe da viel mit Freunden drüber diskutiert. Wir hatten einen sehr guten Plan. Und zwar haben wir ja in Passau damals gelebt und da gab es für uns zwei zentrale Anlaufpunkte im Fall einer Zombie-Apokalypse. Und zwar steht in der Mitte von Passau auf einem hohen Berg das sogenannte Oberhaus, wie es da heißt. Das ist quasi einfach ein restauriertes Schloss. Da gibt es nur sehr wenige Zugänge. Es gibt noch massive Tore, die man schließen kann. Hohe Mauern. Ist sehr gut erhalten, das Ganze. Könnte man gegen Zombies sehr gut befestigen und hätte sogar ein bisschen Fläche innen drin für Anbau und so weiter. Das war das eine. Und das zweite, um Stromversorgung zu gewährleisten, hätten wir, wenn wir jemanden im Team gehabt hätten, der sich technisch gut genug damit auskennt, das sogenannte Kachlet besetzt und in Betrieb genommen. Das Wasserwerk, die Wasserschleuse, das Wasserwerk stimmt schon in Passau, das auch nur von links und von rechts zwei mit schweren Eisentoren befestigten Zugänge hat. Und da hätte man von da aus dann auch die Wasserstraßen nutzen können, die relativ zombiesicher sein dürften. Und hätte sehr gut zwischen Oberhaus und Kachlet hin und her transportieren können. Und vom Wasser aus kleine Raids in Läden und so. Also, siehst schon, wir haben das schon gut durchgeplant. Yeah, DJ Nemesis in the house. Wo? Der ist jetzt dahin gegangen, wo ich auch hingehen muss, oder? Nemesis. Warum?
Hallo, Callum McCold. Wie komme ich denn auf Mac? Wo kommt denn das Mac her? Ich hatte einfach das Gefühl, da gehört noch ein Mac mit rein in den Namen. Hallo, Callum Colt. Hab mal eine Frage. Spielst du Resident Evil 3 auf PC? Also jein, ich spiel's GameCube-Emulator am PC. Tentakulea. Ist er der Nemesis? Resident Evil 7 gibt's auch auf der Switch. Das wissen nicht viele. Aber ich glaube nur eine Cloud Edition, ne? Würde bei mir wahrscheinlich nicht gut laufen. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Cloud Gaming gemacht bis jetzt. Aber ich hatte auch nie wirklich gutes, stabiles Internet bei mir zu Hause, muss ich sagen. Egal wo. Hey, are you okay? Yes. Barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up! What? I thought we killed that thing! No, it's been waiting for you! Stars. Ist er in der Kiste? Ich glaube, er hat das gerade aus der Kiste rausgeflüstert. Do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Hi, Bunkerwelt. Na, Schönchen, Popönchen. Dann sind wir wohl wieder chill. Ich pack mal die Magnum wieder rein. Munition haben wir genug dafür. Bin ich schon an dem Punkt, dass ich die Pistole wegpacke? Wir haben so lächerlich viel Munition für das Ding. Es ist unglaublich. Aber ich glaube tatsächlich, ich laufe jetzt mal nur mit Pumpgun und Granatenwerfer durch die Gegend. Weil ehrlich gesagt, ist das glaube ich mehr als genug. 50 Granaten, fast 100 Pumpgun-Schuss. Ich glaube, ich kämpfe nur noch mit der Pumpgun. Jetzt wird's lustig. Finde ich gut. Bei mir in der Nähe gibt es eine Bereitschaftspolizei-Ausbildungsstätte. Die hätte ich eingenommen. Fahrzeuge, großes Gelände, Kanal und Dörfer in der Nähe zum Anbau. Bestimmt auch nicht schlecht. Aber ich glaube wirklich, die Wasserwege, ne? Basically, wenn die große Zombie-Apokalypse kommt, dann muss man einfach auf dem Meer leben. Die Yachten und Boote und Wasserwege, die dürften relativ sicher sein. Vor allem, wenn wir nur von menschlichen Zombies reden. Wenn dann Krähen oder so mit ins Spiel kommen, wie in Resident Evil, dann ist das nochmal ein anderes Thema. Aber, ja. Schon mal von Resident Evil Seamless HD gehört? Nee, tatsächlich nicht gerade. Sagt mir gerade nix. Ja, das finde ich schön. Aber ich bin gerade auf die genialste Resident Evil Universum Lifehack-Idee gekommen überhaupt. Warum das noch nie jemand gemacht hat, verstehe ich nicht. Wenn man einfach in die Kiste steigt, die ist groß genug, wenn jetzt Jill einfach in die Kiste selber steigt, könnte sie sich direkt zum Safe Room vorm letzten Endboss teleportieren, offensichtlich. Weil, ne, offensichtlich ist die Kiste ein Wurmloch, die mit allen Kisten im ganzen Universum vernetzt ist. Und wenn wir nur den richtigen Ausgang finden, wenn wir in so eine Kiste steigen, könnten wir uns überall hin teleportieren. Ich weiß nicht genau, wie die Kisten funktionieren. Wahrscheinlich weiß es niemand so genau. Es ist Magie. Aber man könnte es nutzen. Wenn ich in der Resident Evil Welt leben würde, wäre ich der Kistenmann.
So, Jill, was machen wir jetzt eigentlich? Ich weiß überhaupt nicht, wo wir jetzt hingehen. Ich habe jetzt gerade kein Ziel vor Augen. Jetzt verlassen wir mal die Kirche. Ah, jetzt ist ja die Glocke weggeschoben, ne? Vielleicht kann Jill mit ihrem Dietrich, das kann ich mir vorstellen, vielleicht kann die mit ihrem Dietrich ein paar Schlösser knacken. Das war cool, muss ich sagen. Okay. Meine Güte. Der meint's ernst. Jill, wir müssen jetzt echt mal aufstehen. Und vielleicht nicht hängen bleiben. So. Meine Güte. Cooler Auftritt, muss man schon sagen. Er dreht komplett durch. Oh Gott, ich bin gerade in einer Todeskombo. Ich kann mich nicht befreien, ey. Das war gerade ziemlich mies. Gott, total krass. Ah, wartet mal. Ich habe irgendwie einen Tipp bekommen auf YouTube, glaube ich, und das würde mir schon mal sehr helfen, dass die Tastenbelegung auch Auto-Aim auch... Ah, da unten Auto-Aim. Oh ja. Ey, Auto-Aim würde mir in solchen Kämpfen echt helfen. Okay, chill. Er ist lang genug down jetzt vielleicht, dass wir schnell weglaufen. Mein Gott. War schon sehr cool gerade, muss ich sagen, wie er da durch das brennende Fenster gelaufen ist, wie er mich dann gepackt und wieder zurück in den Raum geworfen hat. Finde ich sehr schön. Kann man vor dem wirklich nicht weglaufen an der Stelle? Weil das fände ich sogar noch viel cooler, wenn er einem immer packen würde und wieder zurück in die Arena zerrt quasi. Gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Nein, aber wenn man dann an so... Ach so, da steht ein Tisch. Okay, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich bleibe jetzt an irgendeinem kleinen Trümmerteil hängen gerade. Background wurde mit KI abgescaled. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht in der Richtung. Teilweise gibt es da schon sehr gute Ergebnisse, wenn man sowas versucht. Aber ich habe da selber auch schon ein bisschen damit rumexperimentiert. Und manche KIs oder auch einfach manche Versuche mit KIs Bilder abzuscalen, sehen einfach nur katastrophal scheiße aus. Das ist teilweise wirklich schlimm, was die KIs da draus machen. Aber wenn das mal gut klappt, dann ist es teilweise wirklich sehr cool. Okay. Ja, ich stecke wirklich in der Resident Evil Modding-Szene so überhaupt nicht drin. Es gibt so viele interessante, auch Fanspiele einfach. Die haben ja wirklich auf Basics... Ich kann nicht mehr reden, Leute. Die haben ja teilweise wirklich auf Basis der Originalspiele ganz neue Spiele entwickelt, die teilweise eben so die Geschichte im Polizeirevier und sowas weitererzählen. Ja. Grundsätzlich schon alles sehr cool. It's locked. Ja, ich hab's verstanden. Wahrscheinlich funktioniert das auch nicht. Nee, den Park können wir noch nicht. Sieht auch eher so aus, als wäre das mit den komischen Schienen da unten irgendwie komplexer oder so. Ah, hier können wir unseren Lockpick benutzen. Sehr schön. Es gibt neue Gerüchte zu Code Veronica. Habt ihr die mitbekommen? Ich werde da auch mal noch ein Video die nächsten Tage dazu machen, wo ich noch detaillierter drauf eingehe und das alles genauer erkläre und so weiter. Aber so laut den Leaks, ne? Irgendwas auf 4chan gepostetes, japanisches, wer weiß, also ist wahrscheinlich Bullshit. Aber es klingt schon sehr interessant, so als Gedankenexperiment.
soll quasi Code Veronica unter anderem im Grunde so einen zentralen Safe Room haben, so eine Basis mehr oder weniger, zu der man dann immer wieder auch zurückkehrt. Und in der Basis kann man unter anderem die Figuren wechseln und kann dann entweder mit Claire oder aber hier mit Dingsy spielen und kann frei hin und her wechseln und jeder hat sein eigenes Skillset und seine eigenen Vorteile und Nachteile. Und das finde ich theoretisch vom Ansatz her auf jeden Fall ziemlich interessant. Ob es jetzt Wahrheitsgehalt hat oder nicht, finde ich das gar nicht blöd, den Gedanken. Steve. Oh, die ganze Zeit habe ich überlegt, wie er heißt, weil mir der Name nicht eingefallen ist. Steve. Ich habe oft bei Namen, ey. Ich habe so Wortfindungsprobleme, aber vor allem bei Namen. Was hältst du von dem neuen Film Welcome to Raccoon City, falls du den gesehen hast? Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen, weil er mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Ich glaube, der wird mir nicht gefallen. Ich muss tatsächlich sagen, dass von dem, was ich gesehen habe, könnte er mir sogar besser gefallen als die Resident Evil Reihe mit Mila Jovovich, weil die finde ich wirklich ganz schlimm, die mag ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, da ist mir Welcome to Raccoon City noch lieber, aber ich habe ihn mir noch nicht angesehen. Dadurch, dass er auch gar nicht, der ist ja, weißt du, der ist nicht Canon, der war nicht sehr erfolgreich, wahrscheinlich gibt es keine Nachfolger, der ist mir irgendwie auch einfach wurscht. Schau dir den Film nicht an, das ist eine absolute Frechheit. Hey, aber hey, ich finde alles, was irgendwie Capcom an Filmlizenzen da irgendwie produziert, ist eine absolute Frechheit. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Ja, wenn der irgendwann mal in irgendeinem Streaming-Portal, das ich zufällig gerade abonniert habe, landet, werde ich mir den wahrscheinlich schon mal anschauen. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Bock drauf gehabt, irgendwie Geld dafür auszugeben, ehrlich gesagt. Muss ich sagen. Hat gerade ein Shotgun-Schuss gereicht, um den zu töten. Krass. Steve Burnside ist auch so ein nerviger Charakter. Ich meine, der ist ein Volltrottel und alles, ist eh ganz klar. Aber ich habe den ehrlich gesagt gar nicht als so nervig in Erinnerung. Ich finde den irgendwie schon in Ordnung. Keine Ahnung, aber ich fand auch Ashley jetzt nicht besonders nervig. Ich finde, glaube ich, Charaktere nur nervig, wenn sie im Gameplay stören und im Weg rumstehen oder irgendwie sich dumm verhalten. Aber das macht ja Ashley auch nicht so in Resident Evil 4. Man hat ja eine gute Kontrolle über die, deswegen fand ich die eigentlich nie schlimm. Also ich finde eigentlich, glaube ich, kaum eine Figur. Ich überlege gerade, ob es eine Figur gibt, die ich im Resident Evil-Universum wirklich nervig finde. Aber ich glaube eigentlich gar nicht. Ich finde ehrlich gesagt Mr. X im Remake von Resident Evil 2 ein bisschen nervig. Aber das hat einfach nur damit zu tun, dass er am Anfang voll cool, aber hinten raus wird er dann einfach nur ein bisschen lästig. Dann ist man gerade wieder dabei, ein Rätsel zu lösen und dann kommt er wieder rein. Und man denkt sich so, ach, come on. Muss das jetzt sein? So, gucken wir mal, was hier auf dem Schild steht. The shape of the fountains changed based on the combination of the gears. Und was genau, ich muss erstmal noch irgendwie checken, was das für uns bedeutet. Ich kann hier ins Wasser springen. Warum interessiert mich denn wieder Brunnen? Aha, guck mal, hier. Da ist die Lösung. Oben rechts zwei schwarze, unten links, unten zwei weiße. Warte mal, ich darf nur, wer hat sich das wieder, das ist wieder so lustig, ey. Wenn man sich überlegt, dass, wieso wurde das so konstruiert? Wer hat das so, wer von der Stadtplanung hat gesagt, aber die Zahnräder kann man nur maximal 7-mal bewegen und dann muss man Start drücken, bevor man sie wieder bewegen darf. Weil sonst ist das illegal.
Wahrscheinlich hat Raccoon City wurde wahrscheinlich damals im 19. Jahrhundert irgendwann von irgendwelchen besoffenen Waschbärjägern gegründet, auf Tollwut. Und die haben einfach in der Verfassung den wildesten Kram reingeschrieben, in der Stadtverordnung. Und sollte mal ein Brunnen mit Zahnrädern kontrolliert werden, sollen diese nur immer maximal 5-mal bewegt werden dürfen. Na, jetzt habe ich mir einfach den falschen Knopf gedrückt. So, jetzt pass auf. Wie habe ich es gerade gemacht? Das sah nämlich sehr gut aus. Ich glaube, jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht. Okay, let's go. Ashley ist nicht nervig, sondern Kanonenfutter. So oft wie Leon sie erschießen kann. Ey, ich habe in meinem ersten Playthrough Ashley wirklich 3-4 Mal erschossen. Vom Remake jetzt, meine ich. Und es war super nervig jedes Mal. Oh Gott. Ey, ohne Witz. Resident Evil 4 Remake. Ich habe es bei meinem ersten Playthrough gleich auf Profi gespielt. Weil ich so die original Resident Evil 4 Erfahrung haben wollte. Und das ist schon nicht einfach. In manchen Passagen. Im Großen und Ganzen bin ich echt super gut durchgekommen. Aber die Belagerung vom Haus war eine Stelle, wo ich mir schon dachte, holy shit. Ich weiß nicht, ob ich da jemals durchkomme. Aber dann habe ich es doch geschafft. Und, schnell die Leiter hoch. Und der Wasserraum, der schwarze Flüssigkeitsraum jetzt im Remake. Holy moly, der ist übel. Der ist übel. Und da habe ich auch 2-mal Ashley erschossen. Aber ich finde, sie hat es verdient. Hallo, moosbesetzter Zombie-Kerl. Ja, da bin ich schon verzweifelt. Vor allem hat der echt fiese Rücksetzpunkte, auch der Wasserraum. Und wenn man dann, oh Gott, mir ist echt bei meinem ersten Playthrough auf Profi, ist mir nämlich einfach die Munition komplett ausgegangen, während Ashley oben rumkurbelt. Ich bin komplett verzweifelt. Ich muss zugeben, dass ich auch die Armbrust nicht benutzt hätte. Die wäre in dem Fall schon irgendwie nützlich gewesen, zum Beispiel ein paar Minen legen oder so. Aber ich wusste echt nicht, wie ich das machen soll. Ich habe es dann beim 3., 4. Mal endlich geschafft, dass ich mir genug Munition aufspare, damit ich Ashley noch gerade so verteidigen kann. Aber ich bin dann wirklich ohne Munition quasi in den nächsten Abschnitt gelaufen. Das war eine Hardcore-Stelle. Aber war cool. Ich habe sie ehrlich gesagt 1-2 Mal mit Absicht erschossen. Gerade im Remake finde ich sie wirklich gar nicht mehr nervig. Aber interessanterweise weniger kontrollierbar als im Original, ne? Oder beziehungsweise kann man sie jetzt auch nicht mehr einfach so wegstellen. Früher hat man ja einfach sagen können, okay, Ashley, bleib jetzt hier an der Stelle stehen, weil ich weiß, da bist du safe. Oder geh sogar in den Müllcontainer, noch besser. Aber im Remake kann man sich ja nur maximal so und so weit von ihr entfernen, bis sie einem doch wieder hinterherläuft. Und es gibt eigentlich nur den bleib dicht an mir dran und bleib nicht ganz so dicht an mir dran Modus. Das ist schon nochmal was anderes. Alfred Cones. Okay, warte mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz lesen, was da bei der Tür stand. Ich habe es irgendwie zwar gesehen, dass da Text ist, aber ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Ich muss mal kurz gucken, was da für ein Rätsel ist, damit wir die Tür öffnen können. It's locked. Auf dem Schild steht der Raccoon Park Friedhof. Ach so, da steht schon, da steht gar nichts. Gut, okay. Die Stimme. Ah ja, okay, kann ich verstehen. Ja, warum die im Original nervig war. Help me, Leon! Help! Ja. Ich will nicht wieder in die Kanalisation. Da waren Würmer und so. Ich schaue mich mal hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht kann man irgendwie noch mit einem Grab interagieren und dann geht das geheime Grabfach auf.
Sieht nicht so aus. Irgendwie ist das so Tradition in westlichen Rollenspielen, dass auf Grabsteinen schlechte Witze stehen, oder? Egal, ob irgendwie, was weiß ich, Ultima damals oder Witcher 3, Friedhof ist für schlechte One-Liner da. Leider sind hier keine. Naja, dann gebe ich nochmal zurück in die Kanalisation, I guess. Keine Ahnung. Ach so, warte mal. Hier kann ich angeblich... Hä? Ich muss mir die Karte nochmal anschauen. Angeblich ist hier so eine Art Spirale, oder? Nee, aber da kann ich nicht rein. Wüsste auch nicht, was mir das bringt. Na, okay. Gehe ich nochmal kurz runter. Zu den Baby-Grave-Diggern. Aber hier geht's ja auch nicht weiter, oder? Hier ist schon noch irgendwie ein Raum eingezeichnet, aber keine Ahnung. Naja. Hallo, der Missy, wie geht's? Dankeschön. Resident Evil 6 ist das einzige Resi, wo man ohne Munition überleben kann, wegen den Kicks stilieren. Ja, das stimmt. Na, beziehungsweise im vierten Teil Remake, wenn man das Messer nicht als Munition zählt, kann man da auch noch sehr gut kämpfen damit tatsächlich. Und in Veronica, ich glaube von den klassischen Survival-Horror-Spielen hat Code Veronica ziemlich sicher das mächtigste Messer. Mit dem kann man vor allem Zombies super töten und sogar die Bandersnatch kann man messern, wenn man will. Ich finde es echt sehr schade, dass hier der Gravedigger komplett aus dem Remake entfernt wurde. Also, dass der nicht vorkommt. Entfernt wurde ist ja falsch, der war nie drin, aber das ist ja gerade das Problem. Nein, ekelhaft. Wie widerlich. Geh bitte weg. Die Abschüttelanimation ist aber auch lustig. Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Gibt es irgendwo noch einen anderen Weg? I guess. Nee, warte mal. Oder doch? Da war's Krankenhaus, oder? Da geht's zurück in die Kirche, oder? Nee, da bin ich jetzt, glaube ich, irgendwie falsch orientiert. Jetzt muss ich noch mal kurz zurückgehen, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Aber wahrscheinlich habe ich nur irgendwas auf dem Friedhof übersehen. Ich fand die Würmer so schlimm. Ich war so happy, dass die nicht im Remake waren. Nee, ich finde das immer blöd, wenn Inhalte gestrichen werden. Ich finde sehr, sehr cool, dass jetzt der Ada Wong DLC Separate Ways so viel noch aus dem Original quasi nachgereicht hat an Locations und so weiter. Aber meinen dämlichen Lavaraum mit den feuerspuckenden komischen Drachendingern, die von Ketten an Ketten von der Decke hängen, den vermisse ich schon trotzdem noch. Mit dem absolut weirden, komischen Metallkarussell in der Mitte. Es ist alles so weird an dem Raum. Und er passt so überhaupt nicht rein. Aber den vermisse ich in Resident Evil 4 Remake schon sehr. Doch, hier, das ist doch, dir geht's doch zurück in die Kirche, das kann nicht stimmen. Ah, das Krankenhaus ist ja explodiert, genau. Nee, da muss ich schon wieder weiter, habe ich irgendwas übersehen. Jetzt der Punkt, wo ihr mir gerne einen Tipp geben dürft, wenn ich irgendwas Offensichtliches übersehen habe. Es gibt auch viele Leute, die froh waren, dass es die Spinnen zum Beispiel nicht in Resident Evil 2 geschafft haben, weil sie die eben auch sehr, also, ne? Ah, warte mal, man kann in die Richtung gehen? Das impliziert einem die Karte aber überhaupt nicht. Okay, gut, dann brauche ich doch keinen Tipp.
Oh, ich höre Frösche zirpen. Frösche grillen. Hunterkammer. Hunterkammer! Huiuiuiuiui. Ich war bei allen Remakes außer dem ersten schwer enttäuscht, was alles gefehlt hat und wie hart die gekürzt haben. Hart enttäuscht war ich jetzt beim ersten und vor allem auch beim vierten nicht, aber schon auch. Ich finde auch. Na, Resident Evil 1 hat da halt einfach Maßstäbe gesetzt. Das Resident Evil 1 Remake hat halt gezeigt, man sollte erst nachladen, wenn man auf Hunde schießen will. Und dass ein Remake halt alles sein kann und sollte, was das Original war, und dann nochmal was oben drauf setzen. Und das ist halt so das Ideale, würde ich sagen. Das ist perfekt. Wenn Remake es schafft, das Original perfekt wieder einzufangen und abzubilden und dann noch was dazufügt, dann ist es perfekt. Und tatsächlich muss ich auch sagen, so sehr ich zum Beispiel auch das Resident Evil 4 Remake mag und ich finde es ganz großartig, fühlt es sich trotzdem in vielen Stellen so ein bisschen wieder wie ein Kompromiss an. So nicht ganz das Spiel, das ich gern gehabt hätte. Und immer wieder so ein bisschen so, ja, hier, guck mal, wir haben hier wenigstens noch eine kleine Referenz für dich eingebaut. Aber die Stelle halt nicht. Und irgendwie so, weiß ich nicht. Aber ja, grundsätzlich trotzdem super Spiel. So. Geschriebener Brief an den Supervisor. Beim zweiten war es blöd mit Szenario A und B, das stimmt. Ich fand, dass die Spinnen und die mutierten Licker rausgeworfen haben, fand ich sehr schade. Aber dass die Szenario A und B so schlecht zueinander gefügt haben, das ist schon sehr bitter, finde ich auch. Missionsvoraussetzungen. Bravo 16. Erstens. Finden und sichern Sie Proben und alle Informationen, die den Fall betreffen. Untersuchen Sie oder sammeln Sie und zeichnen Sie Kampfdaten des UBCS auf. Zweitens, zerstören Sie alle Beweise mitsamt der medizinischen Einrichtung, die die medizinischen Behandlungsdaten beinhaltet. Drittens, überprüft die Versuchskaninchen. Überprüft die Fähigkeiten der Versuchskaninchen, die Mission abzuschließen. Sobald ihre Mission abgeschlossen ist, evakuieren sie das Gebiet. Remember that sie dürfen niemanden helfen, der nicht ein Überwacher, ein Supervisor ist. Und sie dürfen nichts mitbringen, das Spuren zu dem hinterlässt, wo es herkommt. Okay. Sie dürfen nichts mitnehmen, was Spuren zu dem hinterlässt, wo es herkommt. Naja, okay. Hier liegt noch jemand. Der hat wahrscheinlich wieder 8 Millionen. Ah! Oh! Dammit, die muss ich mitnehmen. Oh, das ist jetzt schon ein bisschen schade, dass ich hier was verschwenden muss. Aber Magnum-Munition nehme ich mit. Jetzt hätte ich gern die Magnum dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mir das Spiel hier schon die Munition hinwirft, ne? Aber ja. Hä? Aber habe ich doch wohl... Das sieht doch... Wenn das kein... Also... Das sieht doch wie das ultimative Schlosspick-Schloss aus, oder? Und der Parkkey funktioniert auch nicht. Bin ich aber ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Naja. Dann... Schade, bin ich schon wieder in der Sackgasse gelandet. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwo einen Weg finden, der nicht ersichtlich ist auf der Map. Vielleicht haben wir ja Glück. Die anderen Remakes haben halt viel auf die moderne Fanbase abgeändert und waren halt auch sehr gerusht. Ja, vor allem der dritte wirkt schon gerusht. Die haben halt auch viel neu interpretiert und so weiter. Ich finde das ja alles gar nicht schlimm. Aber ein bisschen mehr originalgetreu wäre mir auch lieber gewesen.
Es sind halt einfach Frösche, ne? Hunter Gamma sind schon ein bisschen die ungruseligsten Hunter, würde ich sagen, von allen. Hallo, Enklaven-Günther. Wie geht's? Ganz gut. Ich habe Spaß mit Resident Evil 3. Ich muss wirklich sagen, ich hatte nie so eine hohe Meinung von Resident Evil 3 und weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Ich weiß wirklich nicht genau, warum ich eigentlich immer dachte, dass Resident Evil 3 nur so ein halbherzig dran geklatschtes Add-on für Resident Evil 2 ist. Weil jetzt, wo ich spiele, ist es einfach echt gut. Und ich habe das irgendwie so schlecht in Erinnerung gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht wirklich, ne? Ich habe es ja schon öfter gesagt, vielleicht lag es daran, dass ich das irgendwie so ein bisschen gerusht gespielt habe mit einem Freund, der es eh schon in- und auswendig kannte und keine Ahnung. Mein erster Eindruck war einfach echt nicht gut von dem Spiel. Zu Unrecht. Vollkommen zu Unrecht. Also, was zur Hölle machen wir jetzt? Wir kommen da nicht rein. Beziehungsweise habe ich hier einen Schlüssel gefunden, ne? Jetzt schauen wir mal, ob der da bei der Kanalisation passt. Okay. Das versuchen wir jetzt mal. Ich mag ehrlich gesagt sogar gerade das Konzept von Resident Evil 3, dass es nicht eine oder zwei größere Rätselareale gibt, die dann immer wieder miteinander vernetzt sind, mit ganz viel Backtracking. Das ist wahrscheinlich auch mein einziger Kritikpunkt, den ich an Code Veronica habe, dass da wirklich viel zu viel Backtracking ist. Es ist halt wirklich immer so, okay, und jetzt lauf nochmal zur militärischen Facility und da findest du jetzt wieder einen Schlüssel und mit dem Schlüssel kannst du jetzt wieder zurücklaufen zu dem Ashford-Anwesen und dann findest du da wieder den nächsten Schlüsselinhalt und damit geht es dann wieder zurück an Anfang ins Gefängnis und dann geht es wieder zur Training Facility. Das ist wirklich immer so hier zwischen den drei Orten hin und her laufen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich mag das ganz gerne, dass Resident Evil 3 tatsächlich einfach viele kleine Rätselgebiete geschaffen hat und nicht diese ein, zwei wirklich großen. Das ist eigentlich ganz nett. Juhu! Wir haben eine Tür geöffnet. Ich freue mich. So wie Brotherhood of Steel. Ich hätte so gern ein neues Fallout Tactics. Tatsächlich. Ein Fallout Tactics fände ich so großartig. Gears of War hat es jetzt vor kurzem auch gemacht. Die haben ja ihren XCOM-Klon-Spin-Off gemacht. Den habe ich sehr cool gefunden. Mochte ich sehr gerne. Das könnte von mir aus Fallout auch sehr gerne machen. Fände ich cool, weil du es gerade sagst. Oder meinst du Brotherhood of Steel? Das ist immer so verwirrend, weil Fallout Tactics hieß ja auch Brotherhood of Steel. Aber gleichzeitig ist Brotherhood of Steel der Titel von dem Action-RPG-Spin-Off. Das brauche ich nicht unbedingt. Das Action-RPG-Spin-Off. Ich mag ja so rundenbasierende Spiele und ich finde, XCOM hat das alles eben super gut rebootet und so weiter. Ich könnte mir sehr gut wirklich auch ein XCOM-artiges Spiel im Resident Evil-Universum vorstellen, wo man ein BSAA-Team spielt und einfach halt in Einsatzorte geschickt wird, wo Biowaffen auftauchen, die man dann in rundenbasierenden Strategiekämpfen bekämpfen muss. Ich fände es sehr cool. Da hätte ich schon Bock drauf. Auf jeden Fall. Ach was, das Action-RPG kann auch ein gutes Remake vertragen. Eventuell. Hey, tatsächlich, du ohne Witz jetzt. Das ist gar nicht so. Gar nicht so. Also, es ist abwegig, dass davon ein Remake gemacht wird. Aber so ein actionorientiertes Action-RPG im Fallout-Universum als Remake heute neu gemacht, könnte man machen. Könnte man machen. Hätte ich gar nichts dagegen. Warum nicht? Ich würde es mir anschauen.
Hey, dadurch, dass es jetzt ungefähr wahrscheinlich noch 10 Jahre dauert, bis das nächste Haupt-Fallout kommt, würde ich alles nehmen. Es ist mir ganz egal. Ich freue mich. Eigentlich sind mir so Serien und Verfilmungen echt immer egal, aber ich bin jetzt schon echt gespannt auf die Fallout-Serie, einfach weil sie im Kanon spielt und ein bisschen neues Fallout-Material hat. Ich brauche mehr Fallout. Und ich weiß schon, Fallout Tactics wird theoretisch mit Content versorgt immer noch. Oder mit Content, sage ich. Doch schon auch mit Inhalten versorgt. Aber Fallout 76 zählt für mich nicht, leider. Ich mag's nicht. Davon habe ich nichts. Was heißt, es zählt nicht für mich? Das ist Quatsch, aber ich habe halt nichts davon, weil ich habe keinen Spaß daran. Habe ich noch ein Feuerzeug zufällig in der Kiste? Hi, Merlin Musso Schokolade, wie geht's? Willkommen zu Hause. Ich höre hier oben wirklich gar nichts, ne? Wenn die Tür zu ist und ich Kopfhörer auf habe, ich höre gar nichts. Ich habe nicht gehört, wie du heimgekommen bist. Wenn du überhaupt schon daheim bist. Ich glaube, da unten könnte der dritte Weltkrieg ausbrechen und ich würde nichts merken. Was wollte ich? Ach so, genau, ein Feuerzeug. Da haben wir es. Ach, du bist noch nicht zu Hause. Okay, gut. Bist du im Auto? Weil dann solltest du nicht schreiben hier im Chat. Starfield Lore hat sich bei dir auch erledigt. Ah, ich hatte große Pläne für Starfield tatsächlich, aber irgendwie wurde es mir dann leider echt schnell langweilig, muss ich sagen. Ich finde es irgendwie echt schade, aber ich bin selber noch ein bisschen unentschlossen, aber ich habe tatsächlich keinen Antrieb, mich da großartig mit zu beschäftigen jetzt noch gerade. Auf dem Weg zum Auto. Ah, okay, alles klar. Vielleicht ein Tesla, der von selber fährt. Das wüsste ich aber. A light can be seen from the back of the fireplace. Ja, und jetzt? Aha, jetzt stecke ich die Eisenstange rein. Tatsächlich. Ach, wir hauen mit der Eisenstange die Wand durch. Logisch. Das ist schon was, das zieht sich bei Resident Evil 3 dem Original sehr stark durch, dass oft oder immer eigentlich die Lösung für ein Rätsel im selben Raum oder sehr nah dran ist. Es ist nicht so wie in den vorherigen Teilen, dass man Items teilweise stundenlang durch die Gegend schleppt. Oder selten. Der Parkkey. Hat das andere, den anderen Schlüssel, den wir hatten, der hat, glaube ich, auch Parkkey geheißen, oder? Fax vom Hauptquartier. Attention! Attention! Achtung, Achtung! Das Raccoon City-Projekt wurde abgebrochen oder aufgegeben. Unser politisches Lenken des Senats, um die Pläne zu verzögern, um deren Pläne zu verzögern, sind zwecklos. Alle Supervisoren sollten sofort evakuiert werden. Die US-Armee wird ihre Pläne morgen ausführen. Die Stadt wird vernichtet, sobald die Sonne aufgeht. Supervisors Report. Die Bildungs- oder, nee, warte mal, The Endurance Ability. Also, die, wie sagt man denn Endurance? Aushaltefähigkeit, die Durchhaltefähigkeit, sagen wir Durchhaltefähigkeit, das ist gut. Die Durchhaltefähigkeit der kontaminierten Versuchskaninchen ist wirklich beeindruckend. Selbst, even when shot in a viral
selbst wenn sie in eine lebenswichtige Zone geschossen werden, überleben sie manchmal für mehrere Tage, ohne dass die Wunde versorgt wird. Aber nach vermehrtem Versuch mit dem Virus, hey, warte mal, meinen die hier wortwörtlich Meerschweinchen? Ich habe Meerschweinchen immer als Versuchskaninchen übersetzt, weil ich dachte, die reden über irgendwelche Menschen. Aber jetzt gerade bin ich mir nicht sicher, ob die nicht wirklich von tatsächlichen Meerschweinchen reden. Ich bleibe mal bei Versuchskaninchen. Das Intelligenzniveau der Versuchskaninchen ist allerdings ähnlich wie bei Insekten. Even though this, die Toten wieder zu erwecken, erscheint zu ekelhaft. Trotzdem ist der Virus vielleicht noch nützlich, wenn wir den Virus in unsere POWs injizieren und sie freilassen. Würden sie zu ihren Einheiten zurückkehren und dann zu Zombies werden? Nee, die meinen schon Menschen. Ich glaube nicht mehr, dass die von Meerschweinchen reden. Außer jede Umbrella-Einheit hat ein Kommandomeerschweinchen mit dabei. Für besondere Spionage. Ne, so enge, kleine Spalten. Es kann ja, wir wissen es nicht. This plan may work well. Ja, ja, mag für die Zukunft gut funktionieren. In einigen Bereichen hat der Virus anscheinend zu Mutationen im Tier- und Pflanzenreich gesorgt. Es könnte schwierig werden, Proben von ihnen zu sammeln für die Biowaffenentwicklung. Ich habe gehört, es gibt einen gigantischen Alligator. Aber ich habe nur eine gigantische Kreatur angetroffen, die im Untergrund unterwegs ist. Ich möchte mir nicht mal vorstellen, aus welcher Kreatur sich diese Kreatur erschaffen hat. Jetzt hör halt auf, du Dokument. Wie lang bist du denn? Ich habe Nemesis getroffen. Wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich mich auch fast angesteckt und wäre einer von den vielen anderen da draußen geworden. Oh Gott, die immer noch in der Stadt rumlaufen. Die Mission von Nemesis ist noch nicht abgeschlossen. Stars-Members müssen wirklich ziemlich tough sein, nachdem sie all das überlebt haben. Aber sie können nicht für immer durchhalten. Längstes, langweiligstes Dokument ever. Um Himmels Willen. Und dann auch noch in so einem blöden Englisch geschrieben, ey. Meine Güte. So, jetzt gehen wir den anderen Weg nochmal zurück. Nee, doch nicht. Erst piepst was. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors, return immediately. Over. Lucy Liu als Ada Wong würde ich mir mal für einen Resident Evil 5 Film wünschen. Ist Lucy Liu nicht schon super alt? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich überlege nur gerade, die muss doch bestimmt 60 sein oder so. Ist jetzt auch nicht super alt, aber ich würde es jetzt nicht mehr für eine gute Ada Wong-Besetzung halten. Komm auf den Teil an. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-Virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Ah! Another mutant! Uh-oh! Okay. Soll ich die Schießpulver noch mitnehmen? Ich habe so viel Munition. Es ist jetzt tatsächlich soweit, Leute. Ich bin jetzt an einem Punkt gekommen, wo ich sage, ich brauche nicht mehr Munition. Ich habe genug einfach. Wobei, hey komm, ich pack's schnell in den Safe Room. Weil wir können damit so Sachen wie Frostgranaten und sowas machen, ne? Eventuell. Ich weiß nur das Rezept dafür nicht. Aber packen wir die schnell ein.
Los geht's, let's go. Hallo, der Fisch, Grüße zurück. Das Blöde ist halt echt, dass Raccoon City halt einfach in die Luft gesprengt wird, ne? Weil ansonsten würde ich halt echt sagen, hey, chill einfach mal hier in diesem Raum voller Kürbisse, Karotten und Kartoffeln und hier kann man wochenlang überleben. Es ist ein Safe Room, da kommt kein Zombie rein. Wir haben eh schon mal drüber geredet, ne? Wahrscheinlich überleben die Safe Rooms sogar die Raketenangriff auf Raccoon City. Ich weiß immer ehrlich gesagt nicht, mit welcher Rakete Raccoon City zerstört wurde. Es war keine Atombombe, sondern ich weiß nicht mehr, wie sie heißt im Englischen. Eine Thermaldetonation, keine Ahnung. Der Pilz suggeriert, dass es irgendwie eine Atombombe war, aber war es nicht. Glaube ich, offizieller Kanon. Aber ich habe keine Ahnung, wie man im Deutschen die Rakete nennen würde. Mir fällt gerade nicht mal die genaue englische Bezeichnung dafür ein. Ist ja egal, auf jeden Fall trotzdem nicht gut in der Stadt zu sein, wenn alles explodiert, höchstwahrscheinlich. Aber ja, ansonsten wäre das, glaube ich, ganz gut. Ich würde einfach in so einem Safe Room sitzen. Ich sag's euch ehrlich, in einem Safe Room. Ich kann echt nicht mehr reden heute. Meine Güte. Die Anleitung und die Munition machen. Die Anleitung, wie du Munition machst, steht im Handbuch. Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Lucilu ist 55. Ich meine, ich glaube ehrlich gesagt, für Resident Evil 6 wird das dann vielleicht schon wieder passen, wenn man das verfilmen wollen würde. Ich bin ein bisschen sehr vollgepackt, ne? Aber den Schlüssel verbrauche ich ja gleich, dann haben wir wieder einen Inventarplatz. Wisst ihr was, ich lasse die Magnum-Munition hier. Ich schieße auf den Gravedigger genau 6 Mal mit der Magnum und die restliche Munition bleibt hier. Das ist gut. Okay, let's go. Speichern. Los geht's. Nee, eine thermonukleare Rakete ist es, glaube ich, nicht. Ich muss mal gucken. Ich schaue jetzt mal schnell. Raccoon City Destruction Incident. Hallo, Grunter Plus. Raccoon City Destruction Incidents. The Sterilization Operation. An experimental thermobaric missile. Was heißt thermobaric? A thermobaric weapon, also called a Aerosolbombe. Eine Aerosolbombe, das ist es nämlich, Leute. Hallo René, es ist eine Aerosolbombe. So, jetzt haben wir es. Eine Aerosolbombe oder Vakuumbombe. Okay. Aerosolbombe. Das ist fast so ein bisschen Napalm, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Es ist eine Aerosolbombe, die Raccoon City zerstört. Okay. Let's go. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Bärentierchen, ne, mit dem Beinchen und so.
In der Cutscene sah der gerade sehr viel größer aus. Okay. Jetzt kommen Säuregranaten dran. Oder nee, wisst ihr was? Nehmen wir normale Granaten. Der hat jetzt genug Magnum abgekriegt. Normale Granaten müssen reichen. Hi, Vampire Girl. Wieso wird mir angezeigt, dass der Stream schon seit 2 Stunden läuft? Weil er schon seit 2 Stunden läuft. Aerosol? Was? Ich habe mal früher angefangen, weil ich früher aufhören muss. So. Gravedigger, könntest du bitte wieder kommen? Ah! Was für ein Arsch, ey. Guckt ihn euch an. Ist er schon tot? Ist das die Todesanimation? Nee, das ist die Benommenheits-Finisher-Animation. Du kleiner Arschwurm, komm jetzt mal aus dem Boden. Dammit. Es geht noch chill, oder? Ja, es geht noch. Ah, wenn der nur so kurz schnappt, reicht die Zeit nicht. Na also, schon ganz schön zäh, wenn man bedenkt, dass ich 6 Magnum-Schuss draufgeschossen habe zum Einstieg, ne? Krass, krass. Sodala. Ja, es ist immer doof. Ich poste es auf YouTube, ich poste es auf Discord, ich poste es immer überall, aber trotzdem kriegt es nicht immer jeder mit. Kann man nichts machen. Die Kletteranimation hat gerade nicht wirklich zum Hintergrund gepasst. Moment mal, und jetzt wird eine Leiter eingeblendet und ich kletter nach unten? Was? Ach, jetzt gehen wir gleich in die Kanalisation. Alles klar. Gut. War gerade sehr verwirrend. Kups_94 ist jetzt ein Bird Rider. Vielen, vielen, vielen Dank, Kups. Super nett von dir. Freut mich riesig. Dankeschön. Gravedigger will ein Chill Sandwich. Ja. Verstehe gar nicht, warum. Der hat doch auf dem Friedhof so viele Leichen da unten. Oder hat er die schon alle gegessen vielleicht? Und jetzt wird Jagd auf die Lebenden gemacht. Kann schon sein. Das Video von dir zu dem Wurm habe ich gestern erst gesehen. Ah, okay. Hat der tatsächlich bei mir ein eigenes Video bekommen? Ich glaube nicht, oder? Der ist im Resident Evil 3 Alle-Gegner-Video und natürlich im Alle-Alle-Gegner-Video wahrscheinlich dabei. Aber ich glaube, Gravedigger hat jetzt kein eigenes Video. Ich glaube, so viele Infos gibt es zu dem auch gar nicht. Ne, der war halt, glaube ich, irgendwie eine Raupe oder so, glaube ich. Irgendwas Komisches. Hallo, Matt Clyde. Ja, wir haben heute früher angefangen. Jetzt kommen die Leute, die normalerweise um 18 Uhr gewohnheitsmäßig reinschauen und sind verwirrt. Was kommt denn jetzt eigentlich noch? Jetzt haben wir den Park auch hinter uns gebracht. Kommen wir jetzt schon ins Endgame? Kommen wir jetzt schon ins Labor?
Ich glaube schon, oder? Das sehen wir gleich. Das Video, wo du alle geschnittenen Elemente aus 3 aufgelistet hast. Hör, da ist der Gravedigger drin. Aber der ist ja gar nicht geschnitten. Ach so, aus dem 3 Remake oder was? Na gut. Ist auch wurscht. Alles gut. Oh oh. No. No. Stars. Beste Stelle im Spiel. Vom Wegen, als ob wir springen würden. Wir schubsen ihn natürlich. Ich find's einfach echt großartig, wie sie Nemesis einfach runterschubst und er doch so macht. Geschubst werden, meine einzige Schwachstelle. Sehr schön. Okay. Ihr habt nicht viel verpasst, Leute. Wie immer eigentlich. Planlos durch die Gegend laufen und durch Zufall irgendwelche Rätsel lösen. Wie immer halt. Carlos. Jill, listen very carefully. They're planning on launching a missile directly into the city as soon as daybreak. Ich weiß. The explosion will be powerful enough to destroy everything. Are you sure about that? Positive. I heard it straight from a supervisor. They'll go this far to cover their tracks? Come on, we have to hurry. There isn't much time left. Okay. Gucken wir mal. Die Magnum kann auf jeden Fall wieder rein in die Kiste. Die holen wir erst später wieder. Und ansonsten passt eigentlich eh alles. Wow, Holy hat einen echt guten Support. Hatte kein gratis Shaker bekommen, aber den anderen dazu. Bin gespannt auf Holy. Ha? Verstehe ich nicht genau, was du meinst, aber auf jeden Fall cool, dass es für dich geklappt hat. Hast du war das deine erste Bestellung jetzt, Holy? Bin ich gespannt, wie es dir schmeckt, ob du es magst. Ich finde es schon sehr gut. Was hast du denn bestellt? Die Weihnachtssorten etwa? Nee, wahrscheinlich eher so ein Probepaket, ne, wenn es die erste Bestellung ist. Bin echt super gespannt auf die Weihnachtssorten. Ich hoffe wirklich, die kommen die Woche noch. Würde mich sehr interessieren. Tagebuch des Managers. 25. April. Heute ist mein 30. Geburtstag. Verzeihung, ich muss ganz kurz... Spezi? Heute ist mein 30. Geburtstag. Ich wurde in diese Einrichtung hier übertragen. Ich bin sehr glücklich, weil die Arbeitsumgebung ist sehr anders als das Leben an der Universität. 14. Mai. Das Entsorgungssystem wurde fertiggestellt. Durch eine spezielle Art des Gases können die Zellen der Versuchskaninchen dekomposiert werden, zersetzt werden. Wir müssen es versuchen, bevor wir es in der Praxis anwenden können. Da es aktuell nicht 100% stabil ist. 20. Mai. Während ich im Untersuchungsraum durchgecheckt wurde, wurde die Tür verschlossen und ich wurde eingesperrt. Ich konnte für eine Stunde nicht rauskommen. Ich schätze, selbst wenn du die Schlüsselkarte hast, ist es sinnlos, wenn du eingeschlossen bist. 7. Juni. Die Versuchskaninchen, die wir entsorgt haben, haben zugenommen. Das System funktioniert nicht mehr ordentlich.
das Laborpersonal hört sich meine Meinung nicht an und ich werde sehr frustriert. 16. Juli. Wir können nicht mehr all die Körper entsorgen. Und die Qualität der flüssigen Medizin ist nicht gut genug. 29. Juli. Während die Funktionalität des Systems nachlässt, steigt die Zahl der Körper immer weiter, die wir entsorgen müssen. Warte mal, the number of the bodies we have to dispose doesn't. Ach so, steigt nicht. Okay. The infection level, das Infektionsniveau ist gestiegen und die Antikörper, die wir nutzen, ist no match, hat keinen Einfluss oder reicht nicht aus für die neuen Mutationen des Virus. Einige der Arbeiter sind infiziert und erkrankt. Ich muss weiterarbeiten. Aber ich trage immer eine Waffe mit mir herum. Ich muss mir merken, eine Kugel aufzuheben für mich selbst. Ich möchte weinen. Ich will nicht hier sterben. Ich schwöre, ich verliere meinen Verstand, wenn ich mir vorstelle, wie schmerzhaft der Tod sein wird. Na gut. Meinem Freund und mir schmeckt Holly auf jeden Fall bisher sehr gut. Der Adventskalender ist super cool, das freut mich. Ich habe den auch schon ein bisschen geplündert da hinten. Obviously. Der Rister Deathbird ist jetzt ein Birdrider. Eine gute Entscheidung. Na, wie geht's denn so? Mal so eine Frage zu Fallout. Hast du auch Interesse an Fallout London und fragst du dich auch, wann es endlich rauskommt? Interesse habe ich schon, aber ist mir irgendwie, wenn es kommt, dann kommt und wenn es nicht kommt, dann nicht. Da bin ich, keine Ahnung. Passt schon. Vielen, vielen Dank für deinen Sub im 14. Monat. Dankeschön. Erste Bestellung, danke für deinen Supportcode. Iced Tea Peach Nektarine habe ich bestellt. Ah, und Energy-Proben, okay. Achso, da bei meinem Paket kein Gratis-Shaker dabei war, bekomme ich einen anderen Gratis dazu. Also einen anderen Shaker als den Gratis. Okay, cool. Welches Holy-Set könnt ihr empfehlen? Also aktuell jetzt zu Weihnachten gibt es ein Probepaket, wieder stark reduziert und mit den Codes, die ihr auch oben seht, nochmal stärker reduziert, wo ich glaube 15 Eistee-Sorten und 15 Energy-Sorten drin sind, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist aktuell wieder ein ziemlich gutes Angebot, wo man wirklich relativ günstig das ganze Sortiment oder einen großen Teil des Sortiments mal durchprobieren kann. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Weil es gibt wirklich so viele verschiedene Geschmacksrichtungen und wir haben vorher schon gesagt, es wird nicht jedem jede schmecken. Es gibt auch viele Sorten, die ich nicht mag und andere finde ich mega geil. Es macht schon sehr viel Sinn, dass man sich da wirklich selber mal ein bisschen durchprobiert und die Sorten findet, die man am liebsten mag. Es gibt nur wenige, die ich nicht mag, aber hätte ich jetzt, ne, aus random blöden Zufall ausgerechnet zum ersten Mal so eine gekauft, mir gleich in einer großen Packung, die ich ausgerechnet nicht mag, dann wäre es halt blöd gewesen. Deswegen ist so ein Probepaket für den Anfang, glaube ich, schon echt sinnvoll. Viel Unterstrich zu Unterstrich alt Unterstrich für ist jetzt ein Birdrider. Viel Unterstrich zu Unterstrich alt Unterstrich für. Vielen Dank auch an dich für deinen Sub im 4. Monat. Dankeschön. Ryan Fossman ist jetzt ein Birdrider. David22, Dankeschön für dein Geschenk-Abo. Guck, die 100 kriegen wir 0, nix wieder voll. Eine Woche krank und schon fallen die Subs rapide. Es ist crazy, aber haben wir gleich wieder aufgebaut. Dankeschön. Wir haben heute schon den zweiten Hype-Train und diesmal sind wir wieder auf 93%. Mal gucken, ob er wieder bei 93% stehen bleibt. Danke, Leute, an euch alle. Okay, er hat immer eine Waffe dabei, er will nicht sterben. Managers Tagebuch mitgenommen. Ich speichere mal kurz. Was für ein weirdes... Guck mal, da ist so ein weirdes Bild von, ich glaube, zwei Kindern auf dem Spind da. So, seht ihr das? Und irgendwie ist das aber quasi...
ein Bild, wo der Hintergrund rausgeschnitten ist. Das ist so eine Textur, die da drauf geklatscht wurde. Das ist in der Welt irgendwie gerade voll komisch, finde ich. Naja, okay. Wo gehen wir hin? Gehen wir mal da lang. Was sagst du zum Trailer der Fallout-Serie? Ich bin zwar immer skeptisch, wenn es um Spieleverfilmungen geht, aber ich rechne es ihnen schon mal hoch an, dass sie den Ghoul nicht animiert haben, sondern einfach nur geschminkt. Ja, ich habe es vorher schon gesagt, ich bin auch positiv überrascht tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass die Serie jetzt auf den ersten Blick zumindest echt gar nicht scheiße aussieht. Ich habe erwartet, dass die sehr scheiße aussieht. Die kann immer noch scheiße werden, ne? Aber bis jetzt sieht die tatsächlich gut aus. Und das überrascht mich. Positiv. Sehr cool. Freut mich. Bin sehr gespannt drauf. Vor allem, ne? Wir haben ja eh schon drüber geredet, aber vor allem, weil sie Kanon ist, finde ich das schon sehr interessant, weil das ja dann tatsächlich auch was ist, das für den Kanal interessant ist. Will you push the switch? Yes. Oh je, das ist jetzt irgendwie so ein komisches Dampfrätsel hier. Nee, das ist noch nicht gut genug, oder? Hä? Was für ein seltsames Rätsel. Haben da irgendwie die Klempner hier, anstatt die Löcher zu flicken, einfach immer wieder neue Kreuzungen eingebaut, quasi so, ne? Anstatt das Rohr zu flicken, wird einfach noch ein zweites Rohr eingebaut und eine elektronische Kreuzung davor. Das ist super weird. Vielleicht muss ich gar nicht an das Kontrollpult. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal zurück. Aha, hier kommen wir jetzt weiter. Und hier sind noch mehr Switches. Switches get stitches. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Erwartet das Spiel von mir, dass ich wirklich gucke, wie die Leitungen laufen und so? Ich habe nämlich kein Interesse dran zu gucken, wie die Leitungen laufen. Aha! Geschafft! Standby-Mode. Push the switch. Los geht's. Ausgezeichnet. Welches sind deine Top 3 Holies? Ah, lass mich mal überlegen. Ich glaube, am liebsten mag ich immer noch Matcha-grüner Tee. Aber da habe ich mich schon langsam satt getrunken dran tatsächlich. Apfel finde ich auch sehr gut. Und das Hydration... Erdbeer-Kiwi. Das mag ich auch sehr gerne. Ich glaube, das sind aktuell meine Top 3. Aber Matcha haben wir eh schon oft drüber geredet, da, das muss man mögen, weil es schon stark nach, oder nicht stark, aber schmeckt nach Minze. Und ich kenne auch jemanden, den erinnert das zu stark an Berliner Luft und da hat er sich mal irgendwie einen abgetrunken dran, ne? Ja. Aber das mag ich schon sehr gerne. Die Power wurde wieder hergestellt. Aber das passt zu Umbrella, dass die ihre kaputten Leitungen nicht reparieren, sondern einfach noch mehr Leitungen hinbauen, wenn irgendwas kaputt ist. Weil Sicherheit und so weiter, ne? Gibt's bei Umbrella nicht. Was ist eigentlich mit dem Aufzug? Kann ich den auch mal benutzen? Nee, Keycard Reader. Also muss ich wieder irgendwas umstellen, damit wir da hinten wieder durchkommen, ey. Jetzt. Okay, let's go. Das ist schon ein sehr seltsames Rätsel, ne? Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Moment mal, warum ist hier ein Hindernis? Hä? Jetzt check ich's gar nicht mehr. Habe ich nicht gerade irgendwie da hinten was geöffnet mit dem Switch? Oh, guck mal, da ist ein kleiner Grafikfehler. Achtung, schaut mal. Die haben da nicht drauf geachtet. Hier... Nee, warte mal, jetzt sehe ich es nicht mehr. Bin ich bescheuert? Ich habe doch gerade die...
Hey, das muss ich mir in der Videoaufzeichnung nochmal angucken. Ich schwöre, ich habe hier gerade den blauen Topf, den Topf von der blauen Pflanze oben im Bildschirmeck stehen sehen, wie er durch das Geländer durchglitscht. Und jetzt ist er weg. Ha, das muss ich mir wirklich nochmal anschauen. Hallo, Zombie-Piraten-Girl. Wie geht's? Also wenn man es dazu zählt, Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben hat zumindest was von einer verrückten Pen-and-Paper-Runde, wenn es um so Verfilmungen geht. Berliner Luft ist so ein Schnaps, der ganz stark nach Minze schmeckt. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt an der Konsole gerade gemacht haben, ehrlich gesagt. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Und ich will mir das mal nochmal kurz von der Seite angucken. Haben wir irgendwo anders was geöffnet vielleicht oder so? Ich gehe mal nochmal zurück. Das habe ich gerade nicht ganz gecheckt. Ich habe zu viel im Chat geguckt, glaube ich. Keycard haben wir nicht. Hier geht es nicht weiter. Ich double-check das nochmal, nur dass ich hier nichts übersehe. Okay, dann gehen wir zurück. Let's go. Mir geht's zombie-tastisch, das freut mich. Bei den zwei blauen Spinden, oder was das ist, steht ein Kraut. Ja, ja, das weiß ich. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben einen Facility Key. Gucken wir mal, ob wir den irgendwo benutzen können, einfach. Gibt noch ein paar verschlossene Türen, die ich noch gar nicht untersucht habe. Oh, hier sind auch Drain Dimos. Hübsche Kreaturen. Warum die neu gemacht haben, verstehe ich nicht ganz, weil die sind so ähnlich wie die Chimera aus dem ersten Teil. Da hätte man auch einfach Chimera wieder nehmen können. Dann wäre es fast so ein bisschen nostalgisch gewesen vielleicht. Wobei irgendwie zwischen den Spielen 2 Jahre waren, ne? So nostalgisch ist das noch gar nicht dann. Eine System Disk. Also jetzt, wo ich die 3 Teile, ne, 1, 2, 3, nochmal so relativ nah aneinander am Stück gespielt habe, würde ich sagen, dass der technische Fortschritt, also technisch, weiß ich gar nicht, ob das Richtige ist, aber vom Spielgefühl her so, ne, hat sich zwischen Teil 1 und Teil 2 ganz viel weiterentwickelt und die Reihe hat sich da wirklich eben in eine coole Richtung weiterentwickelt. Und der dritte Teil, da merkt man nicht mehr so diese Weiterentwicklung, finde ich. Der hat jetzt nichts, wo ich sage so, okay, wow, das haben die so viel besser gemacht als im zweiten Teil. Nicht, dass das ein Kritikpunkt wäre oder so, ich will das Spiel deswegen jetzt nicht schlecht reden. Aber der dritte fühlt sich schon eher an wie halt so eine direkte 1:1 More of the Same Fortsetzung, so ein bisschen vom zweiten. Während sich der zweite schon einfach auch anders spielt als der erste. Da haben die schon nochmal sehr viel feingetuned. Ist schon interessant, die nochmal so direkt im Vergleich zu sehen. Oh, ein Aufzug. Jetzt haben wir wieder mehrere Ebenen. Das wird mich wieder total verwirren. Um Gottes Willen. Wie schaffst du es, die Viecher alle voneinander zu unterscheiden? Die Vierbeiner sehen aus... Ah! Die Vierbeiner sehen bis auf die Hunde alle gleich aus. Also ich habe tatsächlich auch jetzt hier im dritten Teil Probleme, die Drain Dimos und die Brainsucker zu unterscheiden, weil die sehen schon tatsächlich sehr ähnlich aus. Sind ja auch verwandt miteinander von der Story her. Aber ansonsten geht das eigentlich schon. Jetzt
bin ich hier in eine blöde Situation reingelaufen. Fürchte ich. Ich wollte die eigentlich in die Falle locken und jetzt bin ich diejenige in der Falle hier. Oder chill halt. Oh Gott, die haben mich hier echt in der Todeskombo. Ich weich dem einen aus, der nächste hat mich. Danger! Okay, das war jetzt noch ein smoother Finisher, zum Glück wenigstens. Das Wasserverschmutzungssystem hat aufgehört zu funktionieren. Es wird ein Fehler angezeigt. Danger, danger, steht da. Oh, ist da voll viel Schrotflintenmunition zufällig. Sieht fast so aus, ne? Ich mag's ehrlich gesagt, wirklich. Ich mag's, dass wir hier auf Easy so mit Munition zugeschissen werden, dass es lächerlich ist. Ich finde das irgendwie gerade auch voll angenehm einfach. ...180-Grad-Wände. Oh Gott, da sind noch... Ach, sind wieder kleine Igel. Ich habe jetzt zum Glück die Auto-Aim-Funktion gefunden und eingeschaltet. Das hilft schon sehr, aber wenn die einfach schneller mich attackieren, als ich zielen und schießen kann, dann wird's schwierig. Wirkt langsam wirklich wie ein Hentai, wegen den ganzen Tentakeln und Würmern und so. Ihr guckt zu viel Hentai, Leute. Eine Wasserprobe. Bam. Ich möchte das lesen. Ah, jetzt geht's. Security Manual. Die Security of the Plant, also die Sicherheit der Anlage. Seit die Anlage... Oh Gott. Since this plant is a facility... Was? Under the disguise of a distress... Also, diese Anlage ist eine Einrichtung in der Verkleidung einer Fabrik in Schwierigkeiten. Und deswegen kommen ab und zu Zivilisten rein. Das ist voll der verschachtelte Satz. Falls das passieren sollte, also dass Zivilisten diese Produktionsanlage betreten, die in Wirklichkeit eine Einrichtung ist, die als Fabrik verkleidet ist, dann sollte man nicht zögern, sie sofort zu erschießen. Wenn sie sich ergeben, sperrt sie ein und schickt sie ins Labor als neues Versuchskaninchen und ihr werdet dafür belohnt werden. Wartung des Geräts. Diese ganze Anlage wird kontrolliert von einem Epidemie-Unterlassungssystem, Verhinderungssystem. Falls Kontaminierung entdeckt wird im Behandlungsraum oder im Entsorgungsraum wird die Anlage sofort geschlossen und isoliert. Das haben wir vorher in dem Tagebuch gelesen, ne, dass jemand infiziert war und deswegen eine Stunde lang eingeschlossen war. In dem Fall müssen Sie der Anleitung folgen, um alles wieder aufzuschließen. Ich übersetze das jetzt alles ein bisschen frei, ey. Mir wird das hier zu anstrengend. Wenn die Kontamination am Limit ist, wird das halbe System automatisch runtergefahren und zugeschlossen. Dann müssen Sie in der Anlage bleiben und auf weitere Befehle warten. Die Anlage ohne Erlaubnis verlassen, werden extreme Konsequenzen zu spüren bekommen. Ich verstehe es ja eh. Ich will ja gar nicht leugnen, dass gerade das Original Resident Evil da schon gewisse Vibes hat, ne? Ist schon so.
Ist ja auch ein japanisches Spiel. Okay, let's go. Der Easy-Modus in Resident Evil 3 ist so leicht, dass man auch mit dem Messer spielen kann. Ja schon, aber wenn die einem schon so viel Munition an die Hand geben, warum sollte man dann mit dem Messer spielen? Nee, ich nehme das jetzt gar nicht mehr mit. Es nimmt jetzt gerade nur Platz im Inventar weg und ich brauche es einfach nicht. Okay, diese Anlage überprüft die Wasserqualität. Eine Wasserprobe wird benötigt. Die haben wir doch zufällig. Bitteschön. Wunderschön. Wunderschönes Lied. Dieses Gerät überprüft die Wasserqualität. Möchtest du es bedienen? Ja. Okay, ich sehe schon, da stimmt was nicht. Oh Gott, das ist wieder ein furchtbares Rätsel. Ich sehe es jetzt schon. Also gucken wir mal. Wir haben einen langen Tetris-Block. Das bräuchten wir als Ergebnis. Was passiert, wenn ich hier was mache? Aha. Warte mal, ich versuche mal da irgendeinen Sinn zu erkennen. Da oben sind Graphen, die drei Striche hoch sind. Und unten ist jeweils immer nur ein Strich. Und es gibt dünne und es gibt lange. Okay. Okay. Das heißt im Endeffekt, jetzt wartet mal. Ich konzentriere mich jetzt mal nur, um meine Theorie zu überprüfen. Jetzt müsste das erste auf jeden Fall stimmen, wenn es stimmt. Ja, ich glaube, ich verstehe es. Okay, alles klar. Müssen wir jetzt nur gucken, dass wir uns das richtig zusammenbauen. Oh, na gut. Das wird bestimmt ein bisschen lästig, aber gut. Es gibt jetzt im Grunde eh nur drei verschiedene Konfigurationen, soweit ich das sehe, wie das Rote geschoben werden kann. Ich lasse es jetzt mal so. Okay. Dann gehen wir mal weiter zum Gelben. Beim Gelben gibt es vier Konfigurationen, wie das geschoben werden könnte. Das sieht aber ehrlich gesagt, so wie es jetzt ist, gerade sehr gut aus. Nein, kann gar nicht sein. Ich verstehe, wartet mal. Ich glaube, wenn ich mich an den beiden langen orientiere, könnte das Rätsel vielleicht sogar gar nicht so tragisch sein. Ich glaube, Gelb muss fast so sein. Kann das stimmen? Nein, kann überhaupt nicht stimmen. Gemeinheit. Warte mal. Aber es könnte so sein. Schauen wir mal. Könnte. Okay, gut. Wir kommen der Sache näher. Dann gehe ich jetzt mal zum Blauen und schaue mir das mal an. Das könnte passen. Nee, das kann so zumindest nicht stimmen. Aber da könnte auch Rot schuld sein. Also entweder müssen wir Rot bewegen oder Blau. Blau auf jeden Fall. Blau müssen wir auf jeden Fall bewegen. So könnte Blau passen. Oh, ja, das sieht sehr gut aus, Leute. Tada! Wasserqualität-Check wurde sicherheitsstufentechnisch erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Gut, freut mich. Aha. Cool. Das war ein nettes Rätsel. Aber ehrlich gesagt habe ich auch, glaube ich, nur eher zufällig hier jetzt mal ausnahmsweise verstanden, wie es funktioniert. Und dann war es cool. Aber das vorher mit den Stromlevel, die man angleichen muss. Ich habe keine Ahnung, was da die dünnen und die dicken Striche bedeutet haben und so weiter. Keine Ahnung. Aber das fand ich gerade ganz nett eigentlich.
Das Rätsel ist der letzte Dreck. Ich sehe schon ein relativ unbeliebtes Rätsel bei euch. Aber das fand ich jetzt eigentlich sogar ganz nett. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in den Speicherraum und machen Eisgranaten. Ich will jetzt einfach mal, wir hatten noch nie Eisgranaten. Ich mache jetzt mal so viel Eisgranaten, wie wir machen können. Ich muss nur noch mal schnell ins Rezeptbuch gucken, wie das gleich noch mal geht. Quick Turn, das ist das Falsche. Genau, Ammunition Creation System. Oh, ich kann auch Magnum-Munition herstellen. Das ist natürlich schon auch sexy. Okay, C. C kriegen wir... Können wir C craften? Wir können C gar nicht craften. Ach, das ist ein bisschen schade. Doch, warte mal. A und B ist C, oder? A und B ist C und dann CC, beziehungsweise CCC. Oh, wir könnten auch... Oh, wir könnten, glaube ich, so viel Magnum-Munition... Ich glaube, wir könnten das restliche Spiel vielleicht mit der Magnum durchspielen. Das wäre schon auch ziemlich lustig. Sind Eisgranaten gut gegen lebende Dinge? Ich habe gehört, Eisgranaten sind sogar noch besser gegen lebende Dinge als Barrys Spezialwaffe, die wir auch hier haben. Auch wenn das, glaube ich, nicht Kanon sein kann. Glaube ich nicht. Jetzt gucken wir mal. Achtung. Ach so, ich brauche den komischen... Ich brauche noch die komische Munitionsquetsche. Na komm, jetzt auch schon wurscht. Packen wir uns voll. Nanu, habe ich gar kein B mehr? Doch, hier ist noch ein B. Okay, let's go. Ha, jetzt gehe ich doch nochmal zurück. Aber warte mal. Doch, passt schon. Let's go. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Jetzt holen wir jetzt doch nochmal das Pulver, das da rumsteht. Also 0 oder 0 Grad C sind auf jeden Fall ein... Gut. Gegen was? Ach so. 0 Grad Celsius. Ich verstehe. Okay. Ja. Verstehe ich. Ich hatte gerade echt Probleme, das zu entschlüsseln. Vor allem, weil wir gerade noch bei Gunpowder, bei Schießpulver C waren. Und dann steht da 0 Grad C. Aha. Okay, jetzt passt auf. Wir kombinieren C und C. Und jetzt kombiniere ich aber nochmal C und C und C. Komm, nimm das auch noch mit. Dann können wir nämlich nochmal C plus C machen. Da machen wir uns ein paar Eisgranaten und ein bisschen Munition. Das Munitionscrafting-System ist schon noch ganz nett, finde ich, ne? So. Tada! Oh, was? Wie? 50 Schuss einfach mal. Okay, nice. Ah, das ist sogar ein bisschen randomisiert anscheinend, wie viel man da kriegt. Cool. Naja, dann, Nemesis. Ich wäre dann soweit. Ich wär bereit für den Bosskampf. Ich dachte, zieh nach gerade Synonym für Celsius. Ja, ja. Passt schon. Sollte kein Vorwurf sein. Also, wirklich nicht. Landsquid ist die beste Waffe gegen lebende Dinge. Jetzt schon aktuell mit dem Munitionsvorrat. Hey, ich packe jetzt die Standardgranaten in die Kiste. Ohne Witz, wir sind jetzt einfach unglaublich crazy. Jetzt passt mal auf. Ich muss echt mal schnell gucken. Ich nehme das lieber mit. Die brauchen wir wahrscheinlich. 9 Säuregranaten lohnt sich kaum, ne? Guckt euch das einfach mal an.
Wir haben jetzt einfach 78 Schuss Magnum. Was ist denn da los? Okay. Ich glaube, ich mache das jetzt wirklich. Ich lasse jetzt die... Nee, warte mal. Wisst ihr was? Wir lassen die Säuregranaten in der Kiste. Weil davon haben wir nur 9. Dann... Nehme ich die Schrotflinte überhaupt noch mit? Nehme ich auch mal lieber mit. Ich überlege wirklich, ob wir jetzt einfach komplett crazy gehen. Und ob wir einfach die Schrotflinte wegpacken und nur noch mit Granatenwerfer und Magnum. Ey, ich glaube, wir machen es einfach. YOLO. Finde ich gerade schon sehr lustig. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut ausgerüstet aus, würde ich sagen. Bam. Sehr schön. Ich glaube, Standard-Granatenwerfer ist jetzt gerade das Schwächste, was wir an Munitionstyp dabei haben. Das finde ich schon gut. Gut, dann fahren wir jetzt mit dem Aufzug wieder nach unten. Na, da geht's offensichtlich weiter. Nemesis kann einpacken, ich habe auch das Gefühl. Ja, Emulator. Größte Munitionsverschwendung in der Geschichte von Resident Evil, aber wir können es uns leisten. Nein, geh doch da hoch. Mit Granaten auf Würmer schießen, oder wie das Sprichwort gleich nochmal geht. Ich höre schon wieder Gegner. Hatten wir das hier nicht schon? Haben wir nicht schon geklärt, dass das gemein war? Ach, dammit. Wartet mal, schieße ich gerade mit Eisgranaten? Ja. Das war dann ein bisschen mehr Verschwendung, als ich dachte. Aber ich glaube, 37 Eisgranaten sind immer noch mehr als genug. Hier muss ich aber jetzt nichts machen, oder? Weil das blinkt so komisch. Hier müssen wir wahrscheinlich später nochmal was machen. Das ist jetzt schon ein bisschen unsportlich. Ach. Ich finde das schon in Ordnung. Wieso explodiert das fast bei Eisgranaten? Wie sollen überhaupt Eisgranaten so wirklich funktionieren? Ist nicht irgendwie so das Grundprinzip von einer Sprengung, dass irgendwas sehr schnell sehr heiß wird? Und das kombiniert mit Eis? Verstehe ich nicht. Aber gut. Ist bestimmt irgendein super sciency, ich bin falsch gelaufen, chemischer Effekt, der da passiert. Dankeschön! Für die 100 Bits. Weg. Mach ich. Machen wir das, Knuddel. Sowas von. You're still wandering around. Nikolai? So, you want to get out of here alone? Is that your plan? I made certain none of the other supervisors survived. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Then why kill me? I'm not on their payroll. They want you eliminated for reasons of their own. The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. That's great. Except I have no intention of contributing to your retirement fund. Ist nur ein Kratzer. Ich wusste gar nicht, dass Nikolai schon vor dem Finale sterben kann. Der sieht schon ziemlich tot aus. Ich glaube, der kommt auch nicht wieder. Gab halt im Original viele verschiedene Enden, ne?
Ah, guck mal, Disk-System. Da haben wir doch was. Eine Kühlschrankbombe. Warning. Proceeding with operation in treatment room. Please evacuate immediately. Stars. Es klang gerade eher ein bisschen langweilt. Nemesis muss so frustrierend und genervt sein, ey. Wie Chill den einfach vorführt. Ventil hier, wie mir das Tutorial gezeigt hat. Na, oder ich mach's mit dem Magnum. Anscheinend. Ich kann auch mal Eisgranaten benutzen, wenn wir sie jetzt schon haben. Aber kann das sein, dass der gegen die Ventile hauen muss an der Stelle, damit er wirklich stirbt? Ich krieg's aber nicht hin, leider. Ah, ne, muss nicht sein. Okay, alles gut. Hallo, Teilzeitgott. Hyper, Hyper! Umbrella hat schon immer die besten Alarms. Sounds. Ja. Hol dir jetzt die besten Alarm-Sounds der 90s. Mit Bap, 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 Bap. Oder auch Wii-U, Wii-U. Jaha, benutzt doch die Karte. Solala. Jetzt konsumiert Nemesis die ganze Biomasse im Gammeltank. All personnel evacuate immediately. Okay, ich muss mal kurz gucken, wo wir eigentlich hin müssen, weil ich habe ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wohin wir jetzt evakuieren müssen, ich weiß es nicht. Es gibt zwei rote Türen auf der Karte, aber haben wir irgendein Schlüssel-Item noch? Ah ja, wir haben immer noch die Keycard. Perfekt. Dann gucken wir mal. Fahre ich mal nicht mit dem Aufzug, sondern geh mal. Bleib mal hier auf der Ebene. Nackte Zombies schon wieder. Die dürfen auch in keinem Resident Evil Finale fehlen, ne? Nanu! Ich find's auch irgendwie krass, dass der Granatenwerfer nicht wirklich nachgeladen werden kann, ne? Ich kann da 100 Schuss reinstecken in das Ding. Und es braucht nur einen Inventarplatz. Das macht den irgendwie schon sehr mächtig auch.
Gehe ich in die richtige Richtung? Nein. Ich hatte eine 50-50 Chance, verdammt. Ah ja, das sieht doch richtig aus, oder? Genau, perfekt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Granaten scheinbar nicht wirklich einen Sprengradius haben. Ich finde es schon schön, wenn ich so eine Gruppe einfach wegsprengen könnte, ne? Aber das war damals noch nicht so. Ach, come on. Ich habe mich gerade frisch geheilt. Dude. Wie oft die Kamera jetzt wechseln musste. Ich habe übrigens die Stotterer rausgekriegt. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Es war ein ganz einfacher Trick. Ich habe die ROM von der externen Festplatte auf meine... auf richtige Festplatte geschoben. Und das war das Problem. Anscheinend war der USB-Port nicht schnell genug einfach fürs Emulieren. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Jill! Jill, where are you? If you can hear this transmission, respond immediately. I'm here. What's up? I got us a ride. The chopper engines are running and ready to go. On my way. The city's about to become ground zero. Hurry up! And don't forget to take that device with you. What does it do? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. Now listen to me. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here! Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, für was wir ein Gerät brauchen, das uns anzeigt, wie nah die Rakete ist, weil immerhin können wir auch nichts dagegen tun, ne? Wir wissen dann nur, wann wir sterben. Aber wir sollten eh so schnell wie möglich weg. Ist eh wurscht. Aber gut, okay. Ich hinterfrage nichts. Gehen wir ins Finale. Ich wollte in 5 Minuten aufhören, verdammt. Ich wollte um 19 Uhr Schluss machen. Aber natürlich spielen wir es jetzt nur durch. Aber ich habe, wie gesagt, um 20 Uhr einen Termin, also... Da muss ich mindestens eine halbe Stunde vorher aufhören. Aber wir schaffen es schon noch. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Ich glaube fest daran. Heute ist Finale. Unerhofft, das ging schnell. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass heute schon Finale ist. Ich dachte nicht, dass vom Uhrenturm bis zum Finale wir nur die 3 Stunden jetzt hier gebraucht hätten, haben, werden sollen sein. Cool, eigentlich auch irgendwie. Ja, ja, und jetzt steht er dann gleich wieder auf, der Arsch. Nee, aber die anderen. Vier Minuten sind sportlich. Ja, also wir müssen nicht unbedingt super pünktlich aufhören. Ich habe da schon noch ein bisschen Zeitfenster. Kein Problem. Hallo, CTS Pro, wie geht's? Schön, dass du da bist. So, let's go. Ich nehme schon mal die Magnum. Ja, die am Boden liegende Zombie-Tötungsanimation war schon immer ziemlich witzig und auch ziemlich heftig in den Resident Evil-Teilen, ne? Wir können das Ding theoretisch schieben, aber ich verstehe nicht, warum und wohin wir es schieben sollten. Not working now. Der Stream endet erst, wenn das Abo-Ziel erreicht ist. Oh, du hast absolut recht, ey. Ohne Witz, das ist jetzt... Ich habe das Ziel halt einfach echt sehr hoch gesetzt. Was soll man sagen, es ist so. Aber und durch meine Krankheit letzte Woche sind wir dann auch abomäßig ein bisschen zurückgefallen. Das werden wir heute leider nicht mehr schaffen. Aber heute wäre tatsächlich die letzte Möglichkeit, dass man das Bonusziel, das zweite, erreicht. Aber mein Gott, man muss eh nicht immer jedes Bonusziel erreichen. Wir haben eben mit Dino Crisis noch genug zu tun. Alles gut. Ist nicht schlimm. Checking system.
There is not enough power to. Bei 140 Abos hätten wir noch als Bonusspiel nach Dino Crisis das erste Silent Hill quasi freigeschaltet, dass wir das im Stream an den Mittwochen noch spielen. Aber ne, da waren die Abo-Zahlen irgendwie bei 120 schon und wir waren schon ziemlich knapp davor und ich dachte mir, na, könnte schon klappen. Aber dann war ich eben die Woche krank und dann sind die Abos auf 60 gefallen und die wurden heute jetzt eh wieder auf 80 erhöht, was super nice von euch ist. Vielen Dank. Aber die 140 waren es halt nicht. Ich habe das Ziel auch absichtlich relativ hoch gesetzt, weil ja, so ein ganzes Spiel ist halt doch ein ganzes Spiel und so, ne? Aber ja. Es war so knapp, ne? Es ist schon ein bisschen schade, weil es war einfach so knapp. Aber es ist auch okay. Jetzt isst er den Tyrant. Und absorbiert ihn. Achso, geht nicht. Muss ich überhaupt eigentlich auf den schießen? Auch nur ein einziges Mal? Ich glaube, ich kann den relativ ignorieren, ne? Hey, wir machen vielleicht als Deal, machen wir 100. Machen wir 100 Subs. Ne, es steht zwar immer noch 140 da, aber wir wissen es jetzt, ich hab's gesagt, 100. 100 machen wir auch Silent Hill. Nur mal so in den Raum gestellt einfach. Das war jetzt auch einfach blöd mit meiner Krankheit und den einwöchigen Streamausfällen. Damit konnte keiner rechnen. Aber da kann auch keiner was dafür. Kann man nichts machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich ihn jetzt da reinlocke. Ich bin ein bisschen doof gerade. Ach so, ich muss einfach warten, bis es auflädt anscheinend. Vielleicht. Keine Ahnung. Das wäre es jetzt noch schnell sterben. Ups. Nemesis, warum warst du gerade nicht in der Schussbahn? Was soll das? Sehr gut. Warning. System overheating. Enter cooldown mode. Hallo, Fledermaus. Zum Finale gerade noch geschafft. Heute. Ausgerechnet heute geht der Stream kürzer, weil er früher losging. Das Knuddel, dankeschön für die 100 Bits. Jetzt ist er kaputt. So, was muss ich machen, dass die Cutscene noch ausgelöst wird? Gehen wir jetzt einfach, oder was? Eliminate the monster, natürlich. Let's go. Keine halben Sachen. Wir leben jetzt einfach eine andere Magnum. Die ist wahrscheinlich besser als unsere Magnum, die wir die ganze Zeit schon hatten. Okay.
Ja, die Railgun im Remake. I'll give you stars. die Railgun im Remake ist sehr, sehr schön gemacht. Das haben die wirklich cool geremaked, finde ich auch. I give you stars. Okay. Yes, wir wollen operaten. Jill! Over here! Over here! Ende gut, alles gut. In unserer Version wird Nikolai vom Nemesis getötet und wir werden nicht von Barry gerettet. Schade. Oh no. It's here. It's time to go. Ich glaube, die Safe Rooms überleben das. Ich glaube, jetzt hängen da einfach an irgendwelchen Ruhren und so irgendwelche Safe Rooms noch mit Schreibmaschinen und Kisten. So, in den Trümmern rum. Stimmt. Tetratä, wir haben es geschafft. Code Veronica ist durchgespielt. War cool, war wirklich cool. Ich bin froh, dass ich das jetzt auch im Erwachsenenalter nochmal wirklich durchgespielt habe. Denn ich hatte ein zu schlechtes Bild von dem Spiel. Definitiv. Ist absolut toll. Ist definitiv ein sehr guter klassischer Resident Evil Teil. Code Veronica Nemesis. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Sehr cool. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out. Ja, Veronica Nemesis sind alles irgendwie Codenamen für Mutantenexperimente. Gaiden kommt bald, da hast du recht. Aber jetzt kommt, wenn mich nicht alles täuscht, Survivor als nächstes. Ich guck mal ganz kurz in die Release-Liste. Da verlassen wir uns einfach auf Wikipedia. Wir haben das da schön sortiert. Genau, als nächstes kommt Survivor. Ich bin gespannt auf Survivor. Laut How Long to Beat ist das irgendwie nur ein paar Stunden lang. Vielleicht schaffen wir das in einem Stream. Und dann kommt aber wirklich schon Code Veronica. Und dann geht's weiter mit Survivor 2, was im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur ein wilder Fiebertraum ist. Und dann kommt Gaiden. Das wird auch interessant. Und dann geht's weiter mit den Remakes. Also Resident Evil 1 Remake und Zero, besser gesagt. Dead Aim wird auch nochmal eine wilde Reise. Outbreak 1, 2, 4 und so weiter und so fort. Wir haben noch viel vor uns. Viel cooles Zeug. Sehr cool, ich freue mich drauf. Ja, schön, dass das jetzt zeitlich so cool gepasst hat. Morgen geht's weiter mit Dino Crisis. Ich bin gespannt, ob wir das auch beenden können. Leider haben wir es nicht mehr geschafft, ne? Mit Silent Hill. Hätte ich schon auch nett gefunden. Aber wie gesagt, es ist alles kein Problem. Ich bin auch mal ganz froh, wenn ich mittwochs keinen Bonus-Stream habe. Dann kann ich mich wieder ein bisschen mehr auf Videos und so konzentrieren. Ist auch cool. Soll jetzt wieder auf Dienstag warten. Ja, wie gesagt, aktuell spielen wir noch Dino Crisis. Das Ziel haben wir ja erreicht mit den Subs auf Twitch. Das heißt, morgen um 18 Uhr wieder zur gewohnten Zeit spielen wir Dino Crisis hier weiter. Das ist einfach, könnte auch so Baywatch-Outro sein, die Musik. Vor allem, weil das sieht man, wie der Hubschrauber vor der Explosion flieht. Super dramatisch. Und die Musik ist so la 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 la. Ich vermisse die Fallout-Lore.
kommt auch wieder, wenn jetzt die Serie neue Lore bringt in die Welt. Auf jeden Fall. Ich könnte auch noch ein bisschen Fallout 76 verwerten. Ich habe tatsächlich Skripte für Fallout 76 Lore, die ich nie aufgenommen habe. Und Desert Railgun hat sogar noch irgendwie ein Survival Guide vorbereitet für mich, den ich immer noch nicht in einem Video umgewandelt habe. Das muss ich auch mal machen. Ja. Es gibt viele so Universen, weil du gerade schreibst Warcraft-Lore, wann? Es gibt viele so Universen, die würden mich tatsächlich reizen, mich da reinzuarbeiten. Aber holy shit, oh, das sind schon immer ganz schöne Brocken. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen in die Dungeons & Dragons Lore reingearbeitet, wegen Dingsy hier, Baldur's Gate 3. Das war schon nice, aber das ist schon auch immer ganz schön anstrengend, sich so einem ganz neuen Universum zu widmen und sich da richtig reinzugraben. Warhammer wäre natürlich, also wenn es um Content geht, ne, um die Menge, da müsste ich mir bei Warhammer keine Sorgen machen, dass mir da die Lore irgendwann mal ausgeht. Bei Fallout bin ich echt so ein bisschen durch einfach. Ich plane tatsächlich noch eine coole Reihe zu Fallout Lore, definitiv, bis uns Bethesda oder so wieder was Neues gibt. Ich habe da schon noch Pläne. Aber tatsächlich gibt es, glaube ich, nichts, über das wir nicht schon geredet haben. Vielleicht kann man noch ausführlicher drüber reden oder noch mehr Theorien dazu spinnen. Aber wirklich, da sind wir durch. Irgendwie. Welche Videos stehen in naher Zukunft an? Alle Gegner aus Silent Hill 2 vorgestellt und analysiert ist was, wo ich gerade dran arbeite, mit Hilfe von Silent Hill Experten, Expertise. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und ansonsten, ja, ich habe gerade viele Projekte so angefangen und halb in Arbeit, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, was dieses Wochenende jetzt online geht. Na schön, Leute. Ist das da hinten Carlos? Der sieht einfach überhaupt nicht aus wie Carlos. Und warum sind die auf einem Schiff? Was ist das, Chill? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Aber gut. Na cool. Dann haben wir das durchgespielt. War wie gesagt echt cool. Und jetzt können wir ein extra Game spielen. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Und den Boutique-Schlüssel haben wir bekommen. Und ich bin jetzt echt schon sehr gespannt auf Survivor nächstes Mal. Ja, es sieht so aus, ne, als wären die gemeinsam in Urlaub, aber gleichzeitig sind sie besorgt. Aber im Sonnenuntergang auf einem Schiff irgendwo. Es ist alles seltsam. Tja. Na schön, Leute. Dann machen wir für heute Schluss. Hat mich sehr gefreut. Chill und Carlos Hochzeit, Flitterwochen, genau. Danke für die Bits, danke für die Subs. Und wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder hier für Dino Crisis. Und dann geht's nächsten Dienstag auch schon weiter mit Survivor. Cool, cool. Hey! CTS Pro ist jetzt ein Bird Rider. CTS Pro, vielen, vielen Dank für dein Abo zum Schluss, dein Prime Sub. Dankeschön. So, jetzt aber schönen Abend noch. Ciao.